Ja, Hilfe, Alter. Das ist Chaos. Das ist einfach Folter. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast 2. Letztens sind wir dabei stehen geblieben, wo wir in der Schule waren. Da mussten wir vor so einem Vieh wegrennen und da stand irgendwie Unforgivable oder so. Und jetzt sind wir wieder im Dorf, in dieser Kapelle, glaube ich. Wir gehen mal fortfahren. Dann sehen wir ja gleich, wo wir sind. Genau, Eva ist auch am Start. Yes, yes. Oh, ich bin im Schrank. Krass. Oh, ach so, oh. Was war das? Ach so, ich glaube, es war ein Mantel oder so. Warte. Ja. Nee, da war irgendwie sowas Komisches kam. Ach so. It was at this moment that he knew. He fucked up. Was war das? So, was steht da? Ja. Hast du wieder eine Kamera? Ah ja. Schon. Ja, genau. Hier sind wir. Ich guck mal, haben wir das schon gelesen? Ich lese das einfach nochmal eben. Laird, nichts ist elender, als sich selbst zu mitleiden, und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen, und unser Leid bekam so groß, dass keiner unter uns mehr erleiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen. Noff. PS, anbei ein Beute gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lasse sie ihm bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Okay. Carpe Abyssum. Mara ist mit dem No-Emote ausgeschaltet. Danke, ja. Mara, das haben wir schon wieder vergessen. Sehr gut. Ich hab das gar nicht angeschaut. Alter, da wird ein Feuerpfeil auf uns. Fängt das Haus jetzt nicht an zu brennen? Ja. Warum können wir nicht auch mit Feuerpfeilen schießen? Ja. Ich glaube, wir müssen rausgehen und wegrennen. Meinst du? Aber jetzt ist es ja gar nicht gut. Warte. Oh, er ist ausgedacht. Ah, da kommt noch ein Pfeil! Der wurde. Ich glaube, du musst echt raus. Ah, du musst raus da! Hä? Oh. Sorry. Denk dran, das mit der was? Mikrofon. Ja. Ey, wer schießt mich da mit Pfeilen ab, ey? Warte, kannst du ganz kurz spielen? Ich muss mal eben noch was teilen. Aber Eva, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, nur kurz rumlaufen oder so. Kann ich das nicht teilen? Ja, warte, ich spiele gleich wieder. Ich sehe nichts weiter. Achso, dann muss ich dann draufklicken. Oh. So, okay. Einen Moment, ich bin sofort wieder. was? So. Okay, alles gut, jetzt kann ich wieder spielen. Alles gut, danke. Danke, dass du kurz übernommen hast. Was ist hier denn so? Oh. Hä, wurde ich gerade abgeschossen? Nee. Ja. Shit! Alter, auf dem stillen Örtchen? Das geht nicht, wirklich! Mein Handy spinnt manchmal rum. Ich weiß gar nicht, wer mich hier abschießt, Mann. Kann ich mich in der Baumrinde verstecken oder was? Was ist da? Der Gollum, Schreck mit Gollum drauf. Ah, hier. Die schießen uns auch ab. Ja. Oh mein Gott, was war das? Ich bin gegen die Stacheln drauf gelaufen. Ich hab den gar nicht gesehen. So? Ja. Kiosk-Karte zu. Wie kann ich mich da nochmal ducken? Weil das habe ich nämlich auch gerade versucht. Das weiß ich nicht. Mit B oder so? Oh ja. Oh, wow. Bin noch beim Essen mit Mama und komme danach wieder. Fröhliches Gruseln euch bis dann. Dankeschön und dir einen guten Appetit. Guten Appetit. du läufst gerade voll auf ihn zu. Da
Ja, irgendwie kitzelt mich das. Achso. Warte. So. Wir gucken wir mal. Aber wo soll ich denn hin? Ich habe noch nichts gefunden hier. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube einfach erstmal irgendwie. Oh. Weg, weg, weg. Wo kommt der denn her? Und so. Warte. Der hat gerade irgendwo gesehen. Oh, gut, gut. Oh, ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Hilfe! Ja, da links lang. Links lang. Ja, ich versuch's. Was machst du? Ich komme da irgendwie nicht hin. Kannst du da nicht lang? Nee, lauf da doch einfach hin. Warum geht der denn nicht? Nur ganz langsam, ey. Was soll denn das? Ja gut, ich meine, der will ja nicht runterfallen, ne? Aber. Mhm. Oh Gott. Das war voll gruselig, wenn man so gehört hat, wie die Schritte so getrampelt haben. Ja. Ich mag Schreck und Gollum nicht. Nee, ich auch nicht. Dabei mag ich Gollum eigentlich. Ja? Ja. Ah. Hä? Das ist so ein Kaktus. Ja. Kakteen. Kakteen. Hm. Wie muss ich denn hier weitergehen? Vielleicht irgendwo runter. Kann sein, oder? Oh. Nee, da nicht. Sieht ziemlich tief aus. Und über diesen Zaun kommt. Ah, da ist ein Baumstamm. Ein Baumstamm. Oh, da muss ich wieder vorsichtig sein. Oh Gott, kannst du auch nach oben gucken oder musst du nach unten? Ich muss nach unten. Oh. Eva. Alles gut. Aber ich hab Angst, es ist gar nichts gut. Die schießen mega hier. Was soll ich denn? Oh, wow. Aua. Hä, der brennt mir auf. Ja, ich renn doch hier. Oh, ey, der lässt sich auch ein bisschen schwer handeln hier. Warte mal. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Noch ein Tod. Egal. Okay. So, jetzt aber. B. Wow. Boah, der schießt aber. Mach nochmal so rechts, rennen. Links, rechts, links. Oh. Ja, toll, jetzt bin ich nach rechts gerannt. Aber was? Wo ist er? Ich glaube, du musst dich heilen. Ja, ich muss erstmal Licht haben. Okay. Gott, warum ist es... So habe ich mich das letzte Mal nicht erschreckt. Ich bin ja nur am Schreien gerade. Ja, vielleicht hast du einen schreckhaften Tag heute. Oh! Jetzt habe ich selber rumgeschrien. Hey, scheiß Kakteen. Du musst dich, glaube ich, heilen, sonst bist du gleich wieder tot. Wer braucht denn Kakteen hier jetzt? Ja, ich weiß, aber erstmal muss ich mich hier abhauen. Warte. Da liegt was. Ja, erstmal heilen. Okay. So. Ich muss aber auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ja. Dass wir direkt so eine Scheiß-Szene haben! Ja. Oh! Also. Renn! Mein Gott, renn doch. Ich wollte gerade sagen Miles, aber wir sind ganz normal. Miles! Oh. Oh Gott, weiter! Ja! Ja. Oh, ah, voll in den Drahtzaun. Ja, was soll ich denn da machen? Oh nein. It's okay. We have you. Ja, ich will aber nicht, dass du mich hast. The gospel isn't done yet. Oh nein, jetzt habe ich wieder eingefangen. Die haben mich ja schon mal eingefangen. Ich bin einmal gekommen. Na, sind wir ja letztes Mal. Jetzt haben wir uns schon wieder. Yes! We're turning to the way songs. This one is waiting. Take him. When he rises, we all will have opinion. Okay. Don't! Please don't! Please don't! Please! Hey, begraben du mich jetzt? Kannst du dich irgendwas machen? Nee. Ja, wir vergraben uns. Wenn dich begraben. Ja.
Scheiße. Wir werden nicht begraben, voll der Albtraum, ey. Ja, das stelle ich mir auch sehr schlimm vor. Sehr, sehr schlimm. Jetzt kannst du, glaube ich, das machen, oder? Nee, noch nicht. Ich kann mich nur ein bisschen umgucken, aber ich kann nichts machen. Shit, ey. Ah, jetzt. Als ob. Hä? Der wird ja doch nicht so begraben. Da werden nur ein paar Steine drauf gemacht. Können wir jetzt ein bisschen chillen, bitte? Ja, jetzt bitte mal ein bisschen mehr Ruhe, ne? Hoffentlich. Batterie haben wir schon mal gefunden. Hi, Sandro. Hallo, Sandro. Abend, wie geht's euch? Uns geht's gut. Und wie geht's dir? Eva ist heute, glaube ich, wieder im Schrecken. Ja, ich habe schon bestimmt 7-mal geschrien oder so. So, wo muss ich jetzt hin? Oh, da komme ich her. Okay, dann mache ich erstmal eine Videoaufnahme. Ey, das war gerade echt schlimm. Ja. Ja. Die haben uns mit brennenden Pfeilen abgeschossen. Hier, Schreck und Gollum. Genau. Ne? No. Die haben wir so benannt. So, eben gucken. Abspielen. Pieces of my skin stuck in the barbs. It was too late to hold her up. Ja. Oh, so. Ich dachte, das war's. Hat der so eine lange Pause gemacht? Stuck in the barbs. It was too late to hold her up. And I was just a kid. I was just... Was für ein Kind? Du bist schon erwachsen, mein Lieber. War jetzt fertig? Ja, war fertig. Okay. Mir geht's gut. Ich habe mir richtig viel Snacks geholt. Sehr gut. Aber, dauert, glaube ich, noch, bis ich essen darf, oder nicht? Was ist das denn für ein Krieg? Viecher! Nein! Ich weiß nicht! Ja, ich dachte, er war weiter rechts. Nicht antatschen, nicht touchy-touchy machen. Boah, ey, wo sind die Viecher denn? Die sieht man ja gar nicht. Da kannst du drunter durch, ja! Kannst du dich erst heilen? Ja. Hoffe ich ja mal. Ich glaube, der Blake kann nicht mehr die Ereignisse von der Schule und vom Dorf auseinanderhalten. Ah ja, kann sein. Ja, der ist bestimmt auch mega verwirrt. Ja, aber der hatte ja vorher schon psychische Probleme. Ja. Bevor er da war. Freut euch, oh ihr Bäuligen, deren Haut schwillt und schmerzt, deren Glieder knacken und klagen. Euer Täufer kommt zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes. 2. Dieser Täufer erscheint wie ein Kind in jeder Hinsicht bis auf sein Glied und ist deshalb der Liebling des Propheten Salve Noth. Und Noth sprach zu Leid, was wünschst du in deinem Elend? Und Leid sprach, ich wünsche zu sehen, was der neue Ezekiel sah. Und Noth sprach, dein Geist ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreißen. Du sollst nur deine eigene Erlösung erfahren. Und Leid sprach, wahrhaftig, ich glaube meines Vaters jedes Wort. Und Noth ruft, Hosanna, du liebst mich, also seist du gesegnet und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Und Leid sprach, ich sehe die Himmel sich öffnen, ich sehe Rauch im Himmel, eine Wolke aus Insekten, die einen Mann bringt, der ist voller Jahre, doch unbefleckt, wunderschön, schöner selbst als jede Frau. Und ich sah und wusste, ich sah den Erlöser der Bäuligen, von denen Ezekiel gesprochen hat. Und Ezekiel sprach erneut zu Leid, sieh, das Lamm heile die Kinder verfaulter Schwänze und verderbter Schöße, und ich sah die vielen Kranken und die von Teufeln und unreinen Geistern geplagt werden, die von der Macht des Lamms Gottes geheilt werden sollen. Und ich, Leid, sah, wie er an das Kreuz gehängt und getötet wurde, für jene, deren Lust ihnen Sünde brachte und deren Sünde ihnen Lust brachte. Und wie er da hängt, werde es reichlich Milch und Wein geben, so dass jeder, der im Land verbleibt, Butter und Spiritosen habe. Und sie sollen die Herrlichkeit Leids verkünden, der sie zur Erlösung führt. Gott, ist das viel. Voll viel.
Und wenn er seinen Geist übergibt und sein vollkommenes Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihn von seinen Dornen befreien und mit der Hacke in der Erde begraben. Das haben die mit uns gemacht. Stimmt. Und die Bäuligen werden sagen, wir sind müde und elend, denn unsere Herzen sind von Sünde verheert. Also muss der herrliche Leid sie mit Zunge und Peitsche und Glied treiben, dass sie nicht vergessen, es ist keine große Tat, einen Mann zu ermüden, doch wollt ihr selbst meinen Gott ermüden? Und sie sollen die Herrlichkeit Leids verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und der bäulige Christus soll auferstehen aus dem Grab, Krankheit überwinden und den Tod überwinden, und jene Kranke sollen ihn Immanuel nennen. Und der bäulige Messias wird sprechen. Dies ist mein Fleisch, esst von ihm und seid geheilt. Wer von meinem Fleisch isst, dem sei das ewige Leben. Und sie sollen die Herrlichkeit Leid verkünden, der sie zur Erlösung führt. Die wollten noch unser Fleisch essen, oder? Haben die nicht gesagt, wir sind irgendwie so der Prophet da? Sind wir der bäulige Christus? Ja, irgendwie auf jeden Fall haben die dieses Ritual da mit uns gemacht, dass sie uns eingegraben haben und so. Und diese Box da gemacht haben. Oh, das ist eine Batterie, ja. Das, was ich halt verstehe, ist, dass sie sehr krank sind. Und das sowieso. So, das sowieso. Ja, um 21 Uhr ungefähr, nur noch morgen fasten und dann ist es vorbei. Oh ja. Ah, ja, dann, genau, Montag ist Zuckerfest. Ja, genau, dann gibt es dieses Süß- oder Zuckerfest, oder wie das heißt, ne? Ja, Butter und Spiritosen. Eva, Mama hat mich gerade per WhatsApp gefragt, ob wir ihr einen Mähroboter geschickt haben. Muttertagsüberraschung ruiniert. Nein! Was? Mama hat herausgefunden, dass wir ihren Mähroboter gekauft haben. Oh, ja. Hugo hier, hi. Hallo Hugo. Hallo Hugo. Na, wie geht's dir? Alles gut? Viel Spaß beim Outlast gucken. dann kann Mama das wissen. Also sie weiß es ja schon. Also sie weiß das jetzt. Warum hat sie da reingeguckt? Was ist los mit ihr? Das Briefgeheimnis. Ja. Über die Kante schauen. Oha, warte mal. Nee, egal. Ah, jetzt so kann ich nicht. Egal, ich gehe einfach. Ich gehe dann jetzt mal. Was ist denn da? Oh, ey, immer diese Kakteen hier. Na, besser als unsichtbare Wände. Ja. Ja, aber das macht Schaden. Ich will nicht geschadet werden. Dir wird geschadet. Haha, der Schrei. Mein. Ja. Wegen dem Kaktus? Fuck, do I get that? Stimmt, wir sollten zu den Minen. Stimmt, das hat dieser Typ doch, der als die Frau gefoltert wurde, da befindet sich. Ja, Lynn. Da ist Lynn, genau. Ja. Wir sind noch auf der Suche. War's, genau. Oh, da kann ich rüber, ich wollte gerade sagen. Oh, ich muss springen, ja. Eva. Los, Tomke. Wee. 1, 2, 3, hüpf. Und jetzt abtreten, bitte. Ja, ich hab's geschafft. So, machst du hier noch eine Notiz? Fettsack, ich habe nur Fettsack gelesen, warte. Ich habe nur Tut mir leid gelesen. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt und damit in den Himmel zu klettern. Haha, wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Aha. Wow, dreh dich um, da hängt irgendeiner. Hat sich irgendeiner aufgehängt, oder? Oh, shit. Ist abgerissen. Liegt da unten dann ein Toter? Rope. I just need a rope. Ich brauche ein Seil. Oh. Ja, moin, erstmal Krankenwagen. Ja, wegen dem Kaktus. Ja, Schaden. Vorhin war das voll creepy. Auf einmal kriegen wir so einen Feuerpfeil ab. Und ich dachte mir so, WTF, was ist hier? Ja, das war halt so, weil das schon direkt so anfing. Und Eva muss sich erstmal langsam wieder eingewöhnen. Ja, wäre das so gestaltet, wäre alles cool gewesen. Aber nein, direkt Verfolgungsjagd. Ja, wir haben ja das gemacht. Da war ich nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, du musst da runterfallen. Ah nee, wir brauchen das Seil, um da runterzugehen. Ich glaube, kannst du durch die Tür raus? Nicht so gut. Nee, die war abgeschlossen. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn ich da runterfalle. Vielleicht kannst du da, Ich weiß nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Oder kannst du irgendwo hoch? Ich kann ja mal gucken, ob ich da was mache. Du brauchst ein Seil. Mal. Ja. Ach, da! Ach. Ja. Aber bevor ich mich umbringe, erstmal gucken. Genau. So. Da ist entweder nach oben. Es sieht gefährlich aus. Messias, was? Ja, wir sind der Messias. Ja, wir sind auferstanden. Eigentlich wir sind der beulige Christus. Was? Wir sind der beulige Christus. Ja. Eigentlich müssen die mich doch jetzt verheiligen. Wow. Ah! Wie sie eklig sind. Kannst du untertauchen? Nein! Der hat mich doch gesehen. Echt, hat er?
Ja, der ist auf ihn zugegangen. Ich glaube, der ist einfach nur creepy langsam gelaufen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist doch gut, was ich da jetzt habe. Da läuft der dahin. Siehst du, ist doch gut, dass ich da rumgerannt bin. Ja. Hauptsache, ich überlebe. Gehst du jetzt in den Haus? Ob ich da jetzt untertauche oder wow, nicht? Wow, ich höre hier. Das hört sich eklig an alles. Ich glaube, ich darf hier nicht reingehen. Ich glaube, das ist rechts von dir, vom Haus jetzt. Ja. Du kannst nur durch den einen Ausgang raus. Hier war nichts drin, ne? Nein, nein, nein. Da steht noch einer. Noch ich gehe mal da rum. Boah, es ist gruselig. Ja. Wie kommt das denn jetzt? Boah, erstmal wegtreten, ey. Was, Alter, was haben die mir denn alles für Krankheiten? Ja, keine Ahnung, ey. Die ist alles Syphilis. Hepatitis. Oh, ey, jetzt kann ich dem entgegen hier. Hippopotamus. Da hängt einer. Kannst du das Seil von dem, der sich aufgehängt hat? Das hat er doch geschrieben. Ihr könnt mich abschneiden, dann könnt ihr das Seil wieder haben. Ja, ich muss erstmal klarkommen, bis hier. Ja, ich meine ja nur. Warte mal, was? Wo war jetzt ein Seil? Meinst du bei dem? Ja, der hat doch geschrieben, du musst da irgendwie hochkommen. Ja, ist gut. Ich weiß wohl. Ich geh da jetzt los. Sünder, Sünder! Ja, ich bin der Messias, ey, lass mich in Ruhe. Ich bin kein Sünder. So, jetzt. So, jetzt hab ich's. Ja. Ich muss erstmal klarkommen da. Ja, der ist jetzt unten ein Baum, oder ist es runtergefallen? Okay. Der ist runtergefallen, weil der schwer ist. Und der hat eine Beule, der Beulige. Er bleibt seinem Namen treu. Stimme ich zu. Thanks. Ja. Oh mein Gott. Yeah! Ist das wieder nicht. Was für ein Sünder? Du bist ein Sünder, lass mich in Ruhe. Nein, ich mich hau! Ich konnte nicht anders. Nein, ich nicht anleuchten. Oh mein Gott, Feuerpfeile! Das sind die beiden. War ja! Scheiße. Gut, gut gemacht, gut gemacht. Danke. Achtung! Du rennst auf ihn zu! Scheiß auf den. Boah. Ein hässlicher Schreck, Alter. Gut, Tom, gut, machst du gut. Ja, machst du gut. Ja, ich sterbe gleich mal. Hoch, hoch, hoch. Ja! Ja, erstmal heilen. Ja, hä? Was machst du denn? Achso, ich dachte gerade, hä? Was ist jetzt denn los? Oh shit, mach hinne. Ich bin ganz schnell. Oh, der hat aber ganz schön schnell diesen Knoten gefunden. Ja, ey. Don't touch me! I said get your hands off me! Touch this gust with out of you! Nein, lass uns das in Ruhe. Lass mich doch leben. Haha. Ja, Mann. Selber schuld. Also ja, der andere, ne? Aber der ist auch wieder gefallen. Ja, wir auch, aber der auch. Blödmann. Ha! Ha! Hey, wie zerfressen der ist, der hat bestimmt Krätze. Was nochmal? Der hat bestimmt Krätze. Ja, der hat Krätze und alles. Scabies. Syphilis. Dieser Schrei ist so laut. Oh, hast du einen Clip gemacht? Uh-huh. Den gucken wir uns nachher mal an. Wow. Maybe I could. Vielleicht kann ich. Oh, fuck. Hä, warum ist da auf einmal Schnee? Ja, das frage ich mich auch. Hä? Das frage ich mich auch. Ach so. Hier ist wieder irgendwas. Die Tür kannst du nicht öffnen, ne? Nee, war ich ja versucht. Geht nicht. Okay. Oh, guck mal, wir machen Abdrücke. Ah, dann wissen wir wenigstens, wo wir schon gewesen sind. Ja, das ist gut, außer ne? Wir, die. Ja. Oh, da ist das denn hier. Nee, ist auch nicht. Da steht was links, oder? Nee, doch, nicht bei einer Ecke. Ich dachte, da steht einer. Ach so. Ah, da rennt aber was! Hä? Da rennt irgendwas. Ich höre nur die ganze Zeit so ein Klopfen. Ja, ich auch. Ich hab Angst. Aber ich glaube, das ist auf der Schule. Das ist, glaube ich, die Schule. Auf dem Dach der Schule. Im Winter. Ah, kann sein. Ja, ja, ja. Sieht so aus, ne? Ja. Mhm. Ich mach mal das Licht da aus. Da muss ich, glaube ich, hin. Warte. Nochmal hier. Ne, hier ist nichts. Kann ich da irgendwie hoch? Ja, bestimmt, ne? Okay. Geht die Tür ab? Ne. Dann müssen wir da runter. Oh, ey, was das kommt jetzt? Das Blut. Oder? Ja, und Fußabdrücke. Nackte, barfuß Fußabdrücke. Ja, ist wieder so ein Verrückter. Der mich gleich wieder angreift. Und ein Kranker.
Irgend so ein Kranker. Ja. Hey, das ist doch Vergangenheit. Ja. Ja, die geht auch nicht auf. Gürtelrose nicht vergessen. Ja, die haben die bestimmt auch. Ja, Gürtelrose. Ist die Tür von allein aufgegangen? So ein bisschen, ja. Die. Und so. Okay. Ja, das ist, glaube ich, so eine Schultür, aber warum ist die alleine aufgegangen? Boah. Komisch. Gott, das war gerade so ein Gänsehautmoment irgendwie. Warte, am Öffnen. Hä? Ja, geh auf. Also. Oh. Ja, wir sind in der Schule. Mhm. Da war Blut am Fenster. Mhm. Das ist ja sehr schön. Mal wieder sehr. Die Tür ist aufgegangen. Oh, es hat sich so angehört. Kann ich nicht aufmachen. Nee. Okay. Danke. Aber was ist da denn? Lass die so? Tür. Nichts. Nix. Bücher. Hier, das, das Blut. Die wollte durchs Fenster raus entkommen. Ja. Oh mein Gott. Hä, hey, was war das denn jetzt? Ich weiß nicht. Oh. Hm? Ich glaube, ich habe wieder kein Internet. Warum bist du eigentlich nicht mal im WLAN drin? Ich bin im WLAN immer erst drin und da werde ich überall rausgeworfen. Als ob das irgendwie zu viel für euer WLAN ist oder so. Oh ey, die Türen hier. Komisch. Oh. Ich habe mich erschrocken, haha. Der Boden hat gerade... Ah, da. Ih, was ist das? Hoch. Geh hoch! Ja, was ist das für ein weiß Ding? Weiß ich nicht. Ist da hinten was? Oh, ich glaube, du musst hinter... Ah! Ah, ich weiß es. Ich weiß, Tomke. Fenster? Nein, wenn du, du musst warten, bis der hochkommt. Ja. Und dann kannst du über die Brückung, da wo das Fenster blutig ist, runterspringen. Also doch dann Fenster. Dann bist du hinter ihm. Also ja, aber nicht aus dem Fenster raus, ne? Dann bist du hinter ihm. Weißt du, da, oder? Ja, hä? Oder, was nee, doch nicht. Das sah so aus. Ja, was meinst du denn? Ah, nee, doch aus dem Fenster, ja. Oder nee, geh mal hoch, Tür. geh mal hoch. Ja, da ist doch dann auch was. Hier, da runter. Ach so. Da meine ich. Ja. Ja, genau. Ja, los, mach doch, du Sackgesicht. Und jetzt weiter, genau. Ja. Ich glaube, nein! Rum. Ja. Boah, Junge, gute Idee. Ja, gut. Ja, du, also nicht Junge, du, sondern... Was? Nicht du, Junge, sondern gute Idee einfach. Bin ziemlich aufgeladen gerade. Was war das für ein ekliges Monster? Keine Ahnung, aber das hatte auch irgendwie so was Komisches dabei, als ob das so drum geklammert. So, ne? Auch ja. So ein komisches, blutiges Teil. Ja, so ein kleines Kind oder so. Ich glaube, ich nehme mal kurz dein Handy, weil ich kann den Chat sonst nicht lesen, kannst der geschrieben nehmen. Wurde, ja? Ja. Ich habe mich erschrocken. Achso. Ja. Ja, ich mich auch. Oh, hier, da sind die Kohleautomaten wieder. Oh. Das ist dieser Innenhof, den wir gesehen haben. Boah, war das Ding ekelhaft. Ja. 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 Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da vielleicht. Ja, das war nicht schön. Aber komisch, dass mir das... Scheiße. Aber das Ding kann mir nicht folgen, ne? Oder? Weiß ich nicht, Tochter. Verschlossen. Das ist dein Traum. Das kann alles, was du dir vorstellen kannst. Boah. Bitte nicht. Warte, ich glaube, ich muss da rein, aber irgendwie... Nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Diese Stampfuß-Dinger. Guck mal, da hat auch schon jemand gegen geboxt. WLAN. Jetzt bin ich wieder verbunden. Irgendwo geht's doch weiter hier. Es geht bestimmt noch irgendwie wieder einen neuen Eingang. Vielleicht in die Richtung, wo das so anfängt zu wackeln. Aber das ist ja und da kommt ja her. Hoch. Ich glaube nicht. Weiß ich aber nicht. Entweder irgendwo hoch oder irgendwo runter immer. Wenn wir nicht weiter wissen. Ja, ich guck ja. Da komme ich ja her, das ist aber verschlossen. Mhm. Vielleicht da? Ja. Gott. Da geht's doch immer weiter. Immer Christus folgen. Die Kingdom come.
Nee. Kann ja sein, dass da irgendwo ein Fenster auf ist oder so. Aber ist nicht. Wir gehen mal einmal komplett so am Rand entlang. Kannst du da... Genau. Und guck dann immer auch so ein bisschen so nach oben. Ja, ob da irgendwo oben Fenster sind. Und nochmal alle Türen durch. Ja, da war ich auch schon. War ja mal umgegangen. Und da rechts? Da bist du noch nicht lang gegangen. Oder doch, warst du. Doch, da war ich doch allein. Ah, ja, stimmt. Ja. War da nicht ein Fenster auf? Nee. Da war ich schon, da war nichts auf. Da! Nichts da. Oh, nee. Ja, keine Ahnung. Nee. Hä? Scheint so eine katholische Schule gewesen zu sein. Warum? Wegen, wegen den Gott und so hier, ach so, ne? Ja, wegen ja, der Part und so. Ja. Vielleicht ist da ein Hinweis drauf. Vielleicht steht da noch irgendwas. So ein Weg. Guck das mal von weiter weg an. Highstuhl. Fage, Chris, God. Nee, doch nicht. Ist nur ein so ein Kreuz. Be done on earth. It's for heaven. My kingdom. Nee. Aber irgendwo muss ja was sein. Irgendwas übersehen wir. Ja. Seht ihr was? Da, wo was rot leuchtet. Oh, nee, da steht, da steht der Exit. Ja, genau. Ja, ich denke, das muss aber irgendwo da sein. Habe ich auch schon gedacht, aber... Oh. Ein Fenster offen? Ich war da ja schon. Bist du da? Mal lang. Oben? Guck mal hoch. Über diesen größeren Fenster. Das, die eine Luke da. Nee, ist nicht offen, glaube ich. Hä? Nee, ne? Nicht. Kann der keine Laterne hochklettern oder so? Oder sich auf den Tisch stellen? Das ist bestimmt wieder was voll Doofes. Was wir einfach übersehen, meinst du? Ja. Lass die Schulbank drücken. Ja. Ja, hier, ich weiß nur, dass da oben Licht an ist, aber da kommen wir her und da ist verschlossen, wo uns das Monster rausgejagt hat. Da ist verschlossen. Ja, da will ich auch gar nicht wieder hin. Nee, aber da ist Licht an. Also. Keine Ahnung. Ach man, sowas nervt mich dann halt auch immer, ne? Wenn irgendwie das ist so ganz komisch. Manchmal kommt man nicht weiter. Hier, was ist das denn? Kann man das? Luke. Ah. Geht doch. Ja, aber nur die, ne? Die andere nicht. Wow. Ja. Hä? Wo? Oh ja, oh, geil. Ein Schulkeller. Nice. Hab ich ja richtig Bock drauf. Oh na, da flackert ein Licht. Ja, super. Oh, da ist eine Wand. Können wir da in der Ecke Tom. Bleiben? Hier, ne? Ja. Also es ist hier ein Bett aufbauen, aber... Oder da am besten. Oh, ey. Du warst eifersüchtig. Du hattest Angst. Was? Hä? Muss ich rennen? Ich glaube wohl. Hochklettern. Weiter. Ich glaube, wir sind Sicherheit. Okay. Oh, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Eine Bandage. Aber da war unten noch ein Raum irgendwie, ne? Sicher? Ja, da war eine Tür mit einem Raum. Soll ich, aber ich kann eh nicht mehr zurück. Dann ist der Hackfleisch. Warte. Nosferatu, der. Flackert am Schalter. Dann ist der Hackfleischhassende Zerhacker. Ah, von SpongeBob. Hackende Zerhacker. Heißt er nicht Hackfleischhassende? Nee, Hackfleischhackende Zerhacker. Ich glaube, Hackende. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Boah, ey, die Kamera, die hat auch einen Schlag weg. Ja. Genauso wie wir. Ja. Blockiert.
Da liegt was auf dem Tisch, oder? Oh ja, eine Notiz. Don't let me go. Me go. Oh. Ja, scheinbar zu... Oh, hab ich mich erschrocken. Kreuz. Jesus, unser Haus. Ja? Okay. Ah, das ist dieses Plastikjahr. Willst du dir das selber angucken, das Video? Ja, ich bin doch jetzt ganz anderer Ort. Ich muss ja hinterher rennen. Wo ist sie denn jetzt? Hey, Jesse. Jesse, wo bist du? Jessica, can you hear me? The presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun. Wo ist sie denn? Pun, thy little one. Wo ist sie denn? And shed on me. The presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick. Falsche Richtung. Ich glaube, die hat zu viel Bibelstunde gehabt. Was? Wenn sie, du musst da, wo ihre Stimme lauter ist. Ja, mach ich ja die ganze Zeit. Siehst du? Keine Ahnung. Die ist irgendwie, Jesse, oder ist sie oben? Keine Ahnung. Was denn? Wow, Eva, was hab ich getan? Das ist tot. Speichert. Das sah heftig aus. Das hast du getan. Geschrien. Ja, hallo? Schock meines Lebens. Der ist 3000. Ja. Hä? Ach so, kann ich was machen? Oh. Oh ja, das geht ja weiter. Wir bleiben auf ewig in der Dunkelheit. Warte, Gott. Da geht's hoch und da geht's... Wir sind in den Minen drin. Du solltest weiter runtergehen, glaube ich. Ja, lass mich doch ein bisschen ausprobieren. Ich wollte nur wissen, ob man wieder hoch kann. Ach so. So, jetzt gehe ich den vorgesehenen Gang. So. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt eigentlich in der Mine? Nee, doch nicht. Sah so minenartig aus, weil das so ein Tunnel war, dachte ich. Was? Oh. Okay, get to the other side of the lake. Okay. Also ich doch noch nicht da. Gut, dass er sich da so gut auskennt. Mhm. Ja, ne? Komisch. Ja. Oder läuft er, wird er aus Zufall immer dahin gejagt, wo er hin muss. In den Minen von Moria und da ist ein Ballrock. Okay. Die Zwerge, sie haben zu tief geschürt. Sie waren zu gierig. Sie haben etwas Dunkles geweckt. Etwas Böses. Oh, da bin ich gar nicht. Die Wege sind da manchmal so ein bisschen verwinkelt. Die Wege sind da manchmal so ein bisschen verwinkelt. Setz sie dann in das Wasser. Oh. Nee, da sind bestimmt ganz viele Viecher drin. Alter, wie das so hochkommt. Ja, das sieht aus, als wenn da so tausende Leichenviecher drin sind irgendwie. Wurden ja schon von denen angegriffen. Oh, da steht ein Boot. Hinter dir. Ach so, ich dachte im Wasser. Oh. Schade. Können wir es nicht ins Wasser tun? Müssen wir da nicht reingehen? Ist hier dann so. Boah. Boah, ich habe die ganze Zeit so ein Gänsehaut-Feeling. Ich möchte deine Haare nicht rupfen. Sorry. Ja. Können wir da durch? Nee. Nee, da steht was vor, aber vielleicht kann man das ja, wenn man drin ist, das wegschieben oder so. Aber so geht das nicht. Nimm dir die Axt! Die Axt. Oh, ist so ein komisches Hammerteil. Ach so. Noch besser. Ja. Aber bestimmt ganz schön schwer. Ja. Kannst du da drunter durchkriechen? Nee. Schade, ich dachte, dann kann man so da drunter und dann irgendwie durch ein Loch rein oder so. Ja. Da gab es ja auch schon Häuser, die sowas konnten. Nee, vielleicht brauchen wir einen Schlüssel oder so. Oder? Egal, oder wir können da gar nicht rein. Ja, ich
Das glaube ich schon, aber wir können ja gucken. Da ist ja auch noch ein Haus, vielleicht ist da ja irgendwas. Achso. Öffnen. Ah ne, ist auch so. Alles verschlossen von da. Hallo. Ja. Can you hear me? Lasst mich rein, ihr seid sehr nette Leute scheinbar. Das habe ich auch vor meinem Haus. Ist ja normal. Ja, gar nichts Außergewöhnliches hier, ne? Hier geht's. Oh Gott, ich war nicht darauf vorbereitet, dass die Tür aufgeht. Nee, da ist irgendjemand irgendwas gestorben. Ja, der mir viel Essen rumliegen lassen und so. Yummy. Liegt da einer unter dem Bett? Nee. Flaschen. Und so, oder? Oder hast du da was gesehen? Nee, da sind nur Pfandflaschen. Erinnert mich an mein Jugendzimmer. Ich hatte auch immer Pfandflaschen unter meinem Bett. An dein was? Pfandflaschen unter meinem Bett. Was für ein Bett? Ja, mein Bett einfach. Ach so. Damals, als ich jugendlich war, zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe. Mein Bett. Ah. Okay. Mein Bett einfach. Jugendzimmer hast du, glaube ich, gesagt. Ja, mein Jugendzimmer. Das Wort habe ich vorhin nicht richtig verstanden. Okay. Bin wieder back, Realholz. Hallo. Welcome back. Willkommen zurück. Oder wie die Coolen sagen, WB. Oh, irgendwas filme ich da ran. Das ist da hinten. Geh ruhig näher ran. Mach mal ein Licht aus. Tower. Ein Turm. A radio tower. Radioturm. Microwave relay. Civilization. Oh, das wäre cool, wenn da nette Zivilisation. For a second, I was dumb enough to think I might not die. Ja. Mhm. Okay. Ich kam rein und sofort hat Eva geschrien wegen einer Tür. Ja, weil die alle Türen waren verschlossen. Und dann ging auf einmal eine auf. Ja, das ist sehr beunruhigend. Beunruhigend. ja. Da muss ich also ein paar Dingsies habe ich vorhin. Ich habe auch Outlast 2 gespielt. Ich hatte den Controller vorne in der Hand. Ja, Eva hat kurz den Controller gehalten und hat geguckt. Das ist keine Ahnung. Ich glaube, du musst rüber. Monak, schaffst du das? Los! Blake! So heißen wir übrigens. Ah. Ja, weiß ich. Ich wusste es gerade erst nicht. Achso, ja, ich habe immer Miles im Kopf. Ja, ich nehme mich auch. Ja, ne? Oh, da leuchtet jemand. Ah, nee, das ist eine Lampe. Eine Fackel. Da leuchtet jemand. Etwas, solange das nicht wieder so ein Feuerfall ist. Boah, ich habe mich von den Schatten erschreckt. Du hast echt heute sehr schreckhaft. Ja, extrem irgendwie. Ja, aber es fängt ja auch schreckhaft an. Weil RIP Miles. Hä, Miles lebt im lebt als Wallrider weiter. Level up, wa? Hä, wo komm ich denn jetzt her, Mann? Jetzt habe ich da komme ich her, oder? Von der Fackel, ja. Von der Fackel. So, rechts oder links? Den Baumstamm? Ich glaube, links kannst du gar nicht lang, oder? Oder links. Ja, klar kann ich dann. Ah, ne, da fall ich runter, ne? Ja, ne, da kannst du sonst. Also sterben. Sterben oder weiterspielen? Ich bin für sterben. Hä? Ja, los! Jetzt krabbel da durch, Mann! Streng dich mal ein bisschen an. Ich musst du so richtig sliden, so rennen und dann. Oder du nimmst da, wo keine Äste sind. Ja. Ja. Das klappt. Was aber Hauptsache, er versucht durch den Stacheldrahtzaun zu rennen. Und Äste sind schlimm. Na ja, gut, das war ein Unfall. Hä? Irgendwas rannte da hinten. Ja, das habe ich gesehen. Hoffentlich kommt das nicht zu uns. Ja. Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaum Blätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Oh, tut mir leid. Du besserst meine Laune. Oh, da ist ein. Ich hab das gesungen, damit ich Eva beruhige. Ja. So, Batterie. Ja. Wollte ich mal einen Singstar-Livestream machen? Ja, also ich werde dich abholen. Ja! Sehr schön gesungen. Woo! Woo!
Nächster Stream. Hast du eine Playstation, oder? Ja, ich hab. Ich hab SingStar. Ich hab ein SCART-Kabel. Also für den, hier für die Capture Card, ne? Da können wir SingStar spielen von früher so auf Oldschool. Ja, ich hab SingStar. Hast du dann noch die Mikrofone? Ich hab mal den Kabel, glaube ich, als Kind mal durchgebissen. Durchgebissen? Ja, also nicht, also ja, nicht ganz durchgebissen so, aber so angeknabbert oder so. Alter? Ja. Also ich hab Kabel, Ahnung, ich hab, glaube ich, noch Mikrofone. Ja. Ich glaube ja. Ich hab auch SingStar für die Switch. Oh, ja, das wäre natürlich ja noch besser. Warte, was ist? Wenn da gute Lieder drauf sind. Warte mal. Ja. Ja, ne? Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Marc Aaron. Ja, ganz findet animalisch. Wenn ihr dies findet, kehrt sofort zurück zum Tempelgate und sagt Papa Knot, dass hier Schrecken und Quallen sind, die meinen Glauben an Gott prüften. Männer allein können sich denen nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rette meine Seele und deine. Oh, ich muss das dramatischer vorlesen, ne? Nee, ich glaube, das ist ganz gut so. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgedreht. Ich beruhige mich, muss mich der Horrorstimmung hier jetzt anpassen. Oh, ich hab sie. Oh, ein Seil. Können wir das nicht gebrauchen? Ich glaube, wir brauchen keins mehr. Mann, ja. warte. Hier ist aber sonst nichts. Kann der wieder hoch? Ja. Ja, du bist nur der Tisch durchgekrabbelt. Ich habe hinter uns irgendwas gehört. Als ob da draußen irgendjemand was gelabert hat. Ja. Mach mal deinen Ton an oder so. Also dein. Ja, genau. Was hast du gesagt? Mein Phone? Dein Ton. So. Mach mal deinen Phone an. Dein Phone. Wow. Hä? Ich dachte, das wäre eine Leiche. Oh, Bandage. Yay. Verband. Können wir gebrauchen. Können wir immer gut gebrauchen. Hm. Irgendwo war da doch ein Männchen, oder? Sieht ja sonst, wenn da nicht so viele Verrückte wären, ganz friedlich aus da. Ja. Hä? Da rechts ist es, glaube ich. Achso, ja, ich halt einfach da drauf. Ich weiß zwar nicht, was. Aber sehen wir ja gleich. Guck mal rechts. Oder okay. Achso. Ah, wir sehen das aber nicht so gut, wenn Nachtlicht. Ah, ich glaube, wenn das so nebelig verschwommen ist. Ja, dann kann ich das ausmachen. Ja, ich glaube wohl. Ja, ich versuche das immer. Ich erkenne das auch immer ganz schlecht, weil ja, so sieht das eigentlich help auch aus, als würde man das brauchen. Help wasn't coming. Aber eigentlich sieht das mit Nachtsicht jetzt gerade so. Ich meine, der hat ja nur Hilfe. Keine Ahnung, was hier noch so ist. Ich sehe nichts. Wahrscheinlich, weil hier, keine Ahnung. Hier ist ja nichts, was ich jetzt, warum wir jetzt gefilmt haben oder so. Oder siehst weiß du hier ich nicht. Hier sind nur, weiß ich nicht. Es steht da was geschrieben mit den Steinen, das, was er vorgelesen hat, eventuell. Ja, das siehst du, glaube ich. Ach so, ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht. Hilfe. Ja, vielleicht müssen wir irgendwo keine Hilfe unterwegs. Ja. Ja, vielleicht gehen wir mal zurück. Ja, vielleicht müssen wir weiter zurückgehen. Ah ja, hier. Help. Ja, help. Warte, vielleicht muss ich von hier. Ja, H-E. Ja gut, aber das konnte man von da auch nicht sehen. Nee, wenn man aber er hat es gesehen. Meinst ja, wow. Ach. Er kann bis Unforgivable kann er nicht lesen, wenn da drei Buchstaben drin sind, aber er kann von 10 Meter Entfernung Help auf dem Kopf lesen oder was. Er ist ja voll der Master hier. Ja. Ist er. Sehr, ach egal. Big Brain. Der Steg sieht mir so. Nicht darüber, ich hab Angst. Ja, ich geh wieder zurück. Ich will ja nicht. Ah, da ist ein Floß. Gut gesehen. Gut, dass du da hingelaufen bist. Ja, und warte, was ist. Ah, da waren wir schon, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt weg. Wow, ein Floß. Das ist aber voll wenig frei. Ja, da kann ich die. Man, die Leichen kann ich dann ja trotzdem darunter ziehen. Nein. Benutzt so gut dann LS und LS, um das Floß zu steuern. Hä, ja, ich mach einfach gerade irgendwie. Ach so, man muss einfach nur so machen. Okay. Gott, ich habe jetzt schon Panik. Wir sind auf der Mitte des Sees. Ja, mitten im See ist auch komisch, auch so, ne? Wenn man ja auch so mitten im See ist. Ist außer man ist in Holland, in Center Parks, auf einem Tretboot mit Bier in der Hand. Ja, das ist gut. Boah, jetzt ist auch noch nebelig, Eva. Einfach die ganze Zeit in die gleiche Richtung, sonst verlieren wir uns. Ja. Ich mache noch geradeaus, ne? Ja.
Hä? Da ist was ins Wasser gesprungen. Was? Hast du das gehört? Ha? Ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab's gehört. Oh. Es hat Platsch gemacht. Hast du's? Von rechts. Jetzt von rechts. Nein, nicht drehen! Mach ich doch gar nicht. Ach so, sah so aus. Also, ich hab gedreht. So gemacht. Ach so. Na, seid ihr alle wach? Weiter! Da lauert was im Wasser. Ja, ich glaube auch. Ih, die Fische sind tot. Das Wasser sieht nicht... Das sind Zeichen. Die Apokalypse. Die Apokalypse. Ich hoffe, Gott, I'm just losing my shit. Jetzt kommen die toten Körper, wie in Harry Potter. Ja, hä, tote Körper? Die waren... Das war, als Dumbledore den Kelch ausgetrunken hat. Ja, aber das waren keine toten Körper. Tote Körper sind doch bei... Nee, das waren keine Skelette. Oder Leichen. Nee, das waren keine Leichen. Was war das denn? Das war, da waren keine Leichen drin. Das waren einfach so komische kleine Wesen, die auf einmal da rausgekommen sind. Aber die waren ganz schön lebendig. Tote Leichen lagen bei Herr der Ringe in Moor. Ach so, ja. Aber du weißt ja, wie wir das meinen. So Leichen, die sich halt bewegen. So kleine, ne? Ja. Ja. Das waren keine Leichen. Das war ja, aber die sahen schon ziemlich tot aus. Ich glaube, das ist hier Hentai-Teil. Was? Dann habe ich die nicht in Erinnerung. Oh, ich muss mich aufs Fluss ziehen. Ich glaube, meine Seele hat den Körper verlassen. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. Schnell, wo muss ich denn jetzt hin? Richtung Fernsehturm. Ach ja. Ich sehe da gar ich nichts. Auch nicht. Aber er sieht einen. Das ist gut. Ja, los, mach doch, ey. Wie rudert er denn? Ist er doof? Kann er denn nicht eben hinschwimmen? Oder? Er war doch gerade im Wasser. Das ist voll schwer zu steuern. Ja, mit, also gerade war er schneller. Ja, das stimmt. Es ist irgendwie, als ob wir festgehalten werden. Dreh dich mal um und hält uns jemand fest. Nee. Okay, weiter. Okay. Aber wir sind gleich, oh ja, wir sind gleich da. Voran. Das sieht nur so aus. Noch ein Clip, danke. Ja, heute gibt es wieder Schreie. Schreienergie ist sehr hoch. Oh, ich darf nicht gegen den Stein fahren. Ist das wirklich ein Stein? Oh ja, bitte. Ja. Oh Gott, jetzt wird es schneller. Ich weiß nicht, ja, ein toter Fleischklops. Ja, oh, jetzt geht's Wasserfall runter. Vielleicht ist das gar nicht so gut. Vielleicht muss ich da stramm sehen. Ich auf einen Stein. Spring ab, Blake, los! Ich muss da an den Rand. Irgendwie. Ja, los. Ich glaube, Blake ich will glaub, ich den muss Fluss entlang. Ja, er will da runter, ne? Er will fallen. Er braucht den Kick. Das ist ja der Bruder von Miles. Er sagt, das Wasser ist eklig und gruselig und er könnte jetzt an Land und am Fluss entlang laufen, aber nein, er bleibt auf seinem hässlichen kleinen Mini-Baby-Floß. Oh. Ja, sehr logisch. Für das Abenteuer seines Lebens. Ja. Er will wirklich der Messias sein. Oh Gott! Ey, der verlässt sich doch. Wow! Ja. Excuse for a boat. Warum dann verfreien? Geh doch da hoch, Mann! Nee! Come on. Oh, ich glaube, wir wollen da nicht hoch. Okay, ich glaube, wir wollen da wirklich nicht hin. Come on. Ja, los, mach schneller mit deinem Paddel. Hau dich doch jetzt endlich da von dem Fluss. So schwer kann das doch nicht sein. Jetzt los. Okay. Die Viecher. Ich lach links weiter. Ja, I try so much. Ich wollte nur nicht nochmal wegdecken. Ja, ich auch nicht. Ich will das auch nicht so gerne. We're almost there, Lynn. Blake ist eigentlich nur Extremsportler und hat ein bisschen gekippt, deswegen sieht er das alles so. Was für der Blake? Because God said she had to die. Ja. Heretics, they want her to have a baby. Gott, Blake. Despite God, what will they do when there's no baby? Deswegen sollte man keine Drogen nehmen. Jesus. Lynn. Nehmt keine Drogen. Sonst passiert sowas. Was? Nehmt keine Drogen, sonst passiert so ein Albtraum hier. Wahrscheinlich. Ja, das ist ein richtiger Bad Trip. Voll Horror-Trip hier. Was meinst du, was er schon für Abzeichen gekriegt hat? Hä? Nee, da vorne war das. Da war so ein Wasserding. Gott! Oh, ey, los! Dreh! Ja, jetzt. Los, nach vorne. Nach vorne. Oh nee, da ist was im Wasser. Die Viecher, oder? Was ist das? Oh nee, doch nicht. Sieht aus wie Hähnchen. Hm. Nee, das sind Leichen. Oh ja. Oh ja. Wasserleichen. Ohne Köpfe. Willst du mit...
Willst du mit mir Drogen nehmen? Scheiße, ich hab die Melodie verkackt. Willst du mit mir Drogen nehmen? Ja, genau. Damit es rote Rose regnet. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen, komm, wir gehen, komm. Zusammen den Bach runter. Zusammen den Bach runter, stimmt! Ja, und was ist hier denn? Da laufen schon wieder welche. Hä, wie lange muss ich da noch auf mein Floß paddeln? Das dauert echt lange. Ja! Ich kann das gar nicht so richtig steuern oder ich verpeile das einfach. Der Bach ist ein Ort, an dem mein Schatz schlummert. Ah, jetzt weiß ich, wie man das macht. Jetzt kann ich, auch, jetzt ja? bin ich auch schneller. Gut! Ja, ich muss das selber so ganz komisch steuern. Oh ja, oh mein Gott, wie schnell du bist. Du bist voll der Profi geworden. Jetzt ist er wirklich ja, seinen Sekunden. Sportler in sich gefunden. Lass ihn raus. Oh, 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 Stein im voran. Hast du gut gemacht. Oh ey, das ist echt... Da hängt schon wieder so. Oh nein, nicht schon wieder das. Musst du dich da ducken? Nee. Alter, was soll ich machen? Wie du dich weggeduckt hast! Ja! Hä? Bin ich ertrinken? Hä? War das jetzt gewollt? Scheinbar. Schon. Shit! Shit, the raft! Ja, das ist los. Vergiss dein Bloß. Oh, du musst überleben. Hauptsache, die Kamera ist noch heile. Ist so. Die brauchen wir auf jeden Fall. Oh, jetzt. Ich habe ganz kurz auf den Chat geguckt. Sorry. Ganz kurz auf den Chat geguckt und dann renne ich so. Oh oh. Komm ich da nicht her? Ja. Irgendwas atmet da. Ja, ich hör's. There. The raft. Er hat es gefunden. Ich glaub. Ja. Hä? Du musst zum Floß, aber ja. Die Strömung treibt dich mit. Guck in die Richtung, in die du treibst, glaube ich. Oh. Oh nein, irgendwie habe ich das Floß gefühlt. Hey, was hat. Hey, jetzt wieder in der Schule. So. Aber hinter mir war was. Ich dachte, ich muss vielleicht ins Wasser springen. Ja, ich glaube, das musstest du auch. Oder sind wir jetzt tot? Okay. Ja. Nee, oh. I'm still not dead. Okay. Ja, wir bin okay, the raft couldn't have gone. Nee, wir müssen, glaube ich, nicht. Mhm. Doch, da kommt noch her. Okay. Das ist wieder dieser eine Speicher. Ah, kommt. Ich dachte, wir waren schon hinter dem Dings. Aber wir sind vor dem. Ah, okay. Das ist der atmende Boy. Ja, da müssen wir irgendwie gucken. Aber irgendwie vielleicht müssen wir weiter rechts. Ah, gut, ja. Ach, gut, danke. Ja, ich hab das gerade nicht verstanden, weil ich Angst hatte. Ja, ich dachte, aber das ist halt das Erste, was man macht, so oder einfach. Die immer mit ihrem Fischen da, ne? Guck mal, die armen Fische. Ich glaube, mehr Tiere sind da nicht, die aufspießen können. Motherfucking no. Oh. Cool. Ja, oder sie spießen sich halt gegenseitig auf. Was? Oder sie spießen sich halt gegenseitig auf. Ja, das wäre ziemlich doof. We're welcome. Getötet als eine Warnung. Willkommen. Was? Die Länge eines Dünndarms beträgt? 24 Meter. Hä? 30 Meter, oder? Ja, ich glaube wohl. Ausgebreitet so groß wie ein Fußballfeld. Die Fläche. Ja. Ein Hektar. Boah. Gehen wir weiter. Ja. Oberschenkelknochen. Oh, da muss ich nicht hin, oder? Nee. Da runter, ja, ich glaube wohl. Oder? Hä? Wo läuft der denn lang? Und dann? Ja, ich glaube da lang. Oder geht's runter, da rechts? Ja, ich würde auch runter sagen. Runter. Ja, da. Oder kommen wir daher? Nee. Sicher? Nee, da kommen wir nicht her. Okay. Oder? Du kannst in den Baumstamm rein. Ja. Oh Gott, du solltest in den Baumstamm rein. Du hast eine Notiz. Okay. Ich so, da ist eine Notiz. Wow. Warte. Ah, das ist wieder so ein langes Kapitel. Willst du das alles lesen? Ja. Okay, warte. Ja, geht eigentlich. Okay, zu dieser Zeit war es ja
34. Sullivan Knopf, der Ezekiel war Jahr 1779, Sions, Jahr 1971 des Herrn. Der 11. Monat am Morgen des 26. Tages. Dieses Atmen macht mich verrückt. Ich war, also wenn wir dieser Situation sind, dann kann uns niemand antatschen, oder? Okay. Nee, eigentlich nicht. Ich war ein Gefangener der Zinsen, ein Schuster im Land von Albuquerque, dem Berg des Aprikosenbaums, der den Namen Albuquerque trägt. Und durch falsche Schulden unterdrückten mich die Pharisäer Zions im Land eines emporkömmlichen Königs namens Lynch, welcher Kriege sah und nicht kämpfte, welcher in Stein schlug die Korruption seines Vorgängers und Zion verdammte zur Krankheit, selbst im Tod. Und das Wort des Herrn kam zu mir ungeladen, gewandt in Lügen, durchstrahlend vor Wahrheit, eine elektrische Stimme gesandt von einem Sünder. Und sie sprach die Worte der Klagelieder. Sie sprach um des Berges Zion willen, dass er so wüst liegt. Sie sprach, du Herr, der du ewiglich bleibst und deinen Thron für und für. Sie sprach, warum willst du unser sogar vergessen und uns lebenslang sogar verlassen? Sie sprach, bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. Sie sprach, denn du hast uns verworfen und bist allzu sehr über uns entzürnt. Und ich wusste, er sprach vom Fuchs auf dem Berg, welcher Mai Dotlishi und Mai Itzoi von den geschlagenen Hawaii genannt wird. Der Fuchs auf dem Berg war der Prinz des Chaos und der Lügen Wahrheit spricht. Und ich ließ die Stimme verstummen und sah das Unsichtbare, ein großes Feuer, das sich strahlte wie die aufgehende Sonne. Und inmitten des Lichts war eine Farbe, die nicht hingehörte. Und meine entzündeten Augen wurden zurück in die Abgründe der Dunkelheit gestürzt, fern des Wissens, welches ein Mann nicht ertragen könne, und das Rauschen Gottes Zorns kam über mich. Und meine Ohren bluteten, und so verkündete der Herr, dass wir diesen Bund nicht brechen sollen. Er, der Worte hört, wo man keine sprechen kann, zeigt Geduld bis zum Ende, und der Feind, der auch geboren werde, sei deine Last meiner Vergeltung. Boah, hinter uns die ganze Zeit das Viech, ey. Ja! Oder fort? Der ist hinter uns direkt. Ja? Vielleicht ist das auch der, der da pennt. Nee, ich glaube, der ist dead. Der ist hier irgendwo. Da, so rechts. Warte, ich kann ja meinen Schuh links anmachen. Ja, ich höre das auch so. Hä? Der hört eher nur das Wasser. Komisch, ne? Ja. Der hört nur auf das Wasser irgendwie. Vielleicht bilden wir uns das. Oder vielleicht ist das er selber? Nee. Das hört sich an wie das Gollum-Vieh, weißt du? Ja, das stimmt. Ich sehe aber nichts. Ich glaube, ich muss nicht ins Wasser. Kannst du da rein? Ja, ich kann mich da drin verstecken. Wo muss ich jetzt hin? Kannst du da weiter? Da durchkrabbeln? Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, da geht's weiter durch. Nee, doch nicht. Da waren wir schon dran. Nee, alles gut. Okay. Dann kannst du da irgendwie drumherum? Nee. Rechts drum? Nee. Da über diesen Ast oder so? Nee. Mm-mm. Schade. Nee, dann müssen wir doch an die anderen. Ich meine, das ist da, wo wir das, wo es verloren haben. Da haben wir doch den Mann auch geatmet gehört, weißt du? Muss ich da jetzt rein? Nein, von da haben wir das Fluss verloren. Und da musst du jetzt wieder zurück, weißt du? Ich glaube, hier waren wir ganz am Anfang. Okay. Ich gehe einfach mal dann mal da hoch oder so. Da oben hin vielleicht. Genau. Da kommt ja dieses Atmen her. Weißt du, hier müssen wir lang. Da waren wir gerade die ganze Zeit. Jetzt kommst du gleich zur Stelle, wo du an der Wand langlaufen musst. Jetzt rechts. Da müssen wir weiter. Ah, ja. Da war noch irgendwas. Aber da ist ja dieser Totendings. Was? Da ist ja diese aufgespießten Toten. Ja, genau, aber wir müssen da lang. Von da, wo wir gerade waren, da kommen wir her. Ja. Okay. Hier müssen wir irgendwo noch einen Weg haben. Ah, wir können den umdingsen. Ja? Ja. Ah. Oh. Gestohlen haben sie uns ihn. Hallo Dannyboy. Na, wie geht's dir? Alles gut? Schön, dass du da bist. Ja. Ein Blake, sie alle zu knechten. Was? Ein Blake, sie alle zu knechten. Ja. Sie auf ewig zu binden. Wie geht's? Uns geht's ganz gut. Also ich bin
Love set us free. Set us free. Ah ja, aber ihr liebt mich ja scheinbar nicht so. Und quäl mich hier. Ist ja. Vater Martin da? Nee, der ist ja gar nicht da. Oh mein Gott. Danke für dein Danke für den Follow. Luke, ich bin dein Vater, oder? Luke, bin dein Vater, danke. Und hallo, herzlich willkommen. Wir haben uns erschrocken. Ja, wir haben extra so ein Alert, ey, es ist erschrecken. Das klappt doch immer, ne? Ja. Nochmal. Hast du geschluckt? Danke für dein Follow, Danny Boy. Dankeschön. Danny Boy TV 1, danke. Ja. Da ist das Floß! Oh. Wie haben wir das denn geschafft? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mich auch null Orientierung hier. Der hat einen Pfeil, das da ist kommt der. Kommt einer! Let's go! Los, Tomke, du weißt jetzt, wie es geht. Oh, nochmal. Danke für dein Follow, Sekeno. Danke. Oh Gott, ich muss hier steuern. Ich schaff das doch gar nicht. Shit. Warte. Ah, doch, geht. Danke und herzlich willkommen. Und danke, Mara, dass du erstmal den Discord-Server nochmal neu verlinkt hast. Für alle, die gerade zuschauen. Ja, falls ihr in unseren Discord-Server beitreten wollt, dann könnt ihr gerne auf den Link klicken. Dann machen wir so Umfragen und so. Umfragen und Videos von YouTube werden da gepostet, wenn wir neue online stellen oder auch wenn wir live gehen, dann wird das auch, werdet ihr benachrichtigt. Ja. Oha, da müssen wir schon auf. Da sind wir ja vorhin drüber gegangen. So. Das haben wir den wir umgeschmissen haben. Oh, gut, dass du das so noch weißt, ey. Ja, es ist gar nicht mehr so. Ich finde das da sehr komplex hier. Genau. Und ihr könnt eine Vorstellung von euch selber schreiben, wenn ihr das möchtet. Ja. Dann können wir uns alle ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Holt euch auf jeden Fall einen Snack und ein Getränk. Entspannt euch und wir beschränken entspannt uns. Uns auch. Ja. Aber verschluckt euch nicht. Ja. Das kann sehr schnell passieren. Aber irgendwie essen immer alle, ne? Wenn wir, ja. Wenn wir sowas tun. Aber wenn ich was gucke, dann hole ich mir auch Essen. Hä? Wow, da wirft noch Stein nach uns. Boah, sind die böse. Hä? Oh, los! Boah, sind die was mache ich denn da? Boah. War das jetzt geplant? Also von dem Typen da oben bestimmt. Ja, aber. Oh. Oh, jetzt, was muss ich denn jetzt machen? Jetzt hast du nur noch drei Balken. Das ist ja fast nur noch ein Surfbrett hier, ey. Los! Jetzt wird er noch Surfer hier. I think she's somebody's mother. Ich glaube, sie wäre eine Mutter. Achso. Wir haben seit Monaten nicht, wir haben gar nicht Snoo-Snoo gemacht. Die kann gar nicht schwanger von ihm sein, weil ja, die gar nicht Snoo-Snoo gemacht haben. Kein Techtelmechtel. Eva und entspannt. Irgendwie essen wir alle. Eva, das klingt echt nach einem Antichristenkind. Also weißt du, das ist doch immer so, wenn man also nicht miteinander geschlafen hat, aber ein Kind kriegt oder was? Ja, also in Spielen jedenfalls. Und was echt mit so Jesus? Ist, ja, das wäre natürlich gut, aber guck dir das hier mal an. Ja! Der Mond sieht so wunderschön aus. Mach doch was, ich kann nichts machen. Ich glaube, du musst irgendwas machen. Ich glaube, du kannst laufen. Was? Da kannst du nicht laufen. Ja. Oh. Tut mir leid. Kein Snoo-Snoo. Ja, die haben kein Snoo-Snoo gemacht. Das ist komisch. Ja, da weiter lang. Da kannst du nicht hoch. Da nicht? Ich glaube nicht. Weil da hast du gerade probiert und bist gestorben. Ich muss da hinten hin. Ja. Okay. Da die Leiter, ne? Ja. Ja, die Leiter sieht richtig aus. Ah! Oh nein, ich hab doch gesagt, Tentakel-Ding. Jetzt sind wir im Pool. Jetzt sind wir in der Schule. Och nö. Ah! Hä? Okay, die Dinger sind immer noch da. Was? Ich weiß nicht. Kann der nach oben? Was passiert hier gerade? Ach, im Schwimmbad bin ich. Ja, genau. Oh, wir sind in der Schule. Wo ist die Leiter? Ja. Wo ist denn der Beckenrand? Was? Wo der Beckenrand ist. Ja, wo ist der Beckenrand? Ja. Da. Los. Oh, ein Rettungsring. Nice.
das sieht aus wie ein Bulli. Wie Bulli, was? Bulli die Ehrenrunde. Das Schwimmbad so ein bisschen. Egal. Kennt bestimmt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Hm. Oh, das Waschbecken ist kaputt. Da duscht jemand. Oh, irgendwas boxt da rechts. Aber ich guck gleich. Erstmal Video angucken, während da jemand klopft. So. Oh ja, ist ja nie immer. Aber der sagt immer irgendwas, ne? Ja, rückwärts gesprochen, ne? Ach, ja, stimmt. Stimmt. Hast recht. Ja, ich muss hier jetzt raus. Ich kann jetzt nicht. Da. Oh mein Gott. Hallo? Wow! Ach, weißt du, an was mich das erinnert? Ich glaube, ich muss weg. Oh ja. Okay. Da lang? He's coming! Weil ich habe das nie wirklich gesehen. Ich habe nur mal kranke Szenen von meinem Bruder gezeigt bekommen. Was hier, denn? Von, ihr, wie heißt es denn nochmal? Das mit dem Clown da. S? Ja. Ja, S? Ja. Da, den Film von früher, das wird ja neu verfilmt. Ja, genau. Da kam, glaube ich, auch Blut irgendwie aus dem Bad und hat, oder ein Luftballon aus dem Abfluss und der ist explodiert und alles war voll Blut. Und dann hat die das sauber gemacht, alles. Und dann ist es direkt danach wieder passiert und niemand anderes konnte das Blut sehen oder so war das, glaube ich. Das hat mich da mit der Dusche und Toilette gerade irgendwie so. Boah, an die Szene erinnere ich mich gar nicht. Irgendwie. Ich mich auch nicht wirklich, nur irgendwie habe ich das, war das da, glaube ich. Kann sein. Ja, meine Haare sind überall. Ich habe auch sehr lange Haare. Aber das ist gut. Ja. Ach nö. Danke. Was? Du mal mit deinem Rennen. Ja. Wenn wir das gleich brauchen, dann bist du erschöpft. Aber ich finde, echt persönlich, ich finde, wenn man langsam läuft in Horrorspielen, dann fühlt das gruseliger. Ja, so, weißt du, wenn ich dann so ganz langsam jetzt um die Ecke gehe, ja, dann kommt auf einmal ein Jumpscare. Das ist viel gruseliger, als wenn ich eben so. Weißt du, wenn dann ein Jumpscare kommt, dann ist das nicht mehr so gruselig. Für mich jedenfalls, weiß ich nicht. Aber weiß vielleicht nicht, denke ich auch alleine. Dieses Spieldings irgendwie bereit. Ist das. Weiß nicht. Hä? Ah ja, gut. Oh, was? He's coming! Es sieht irgendwie aus wie der Wallrider. Ja, hab ich auch gerade gehört. Und der isst irgendwas. Diese Essgeräusche, ist das widerlich? Diese Schmatzgeräusche. Oh Gott, irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Tür zu ist. Umdrehen! Umdrehen! Boah, Eva. Ja, wohin? Wohin? Ja, in die andere Richtung wieder. Ja. Danke. Oh, eine Batterie. Ja. Guck mal, wie kleine und süße Stühle da stehen für die ganzen Kinder. Oh, nochmal so ein Ding. Ja, hier, guck mal, sowas kann er zum Beispiel nicht entziffern. Not. Not. Wallen. Oder. Is. Worse. Than. Was steht da? Was ist da für ein Buchstabe? Das kann ich nicht lesen. Not, also auf jeden Fall not. Not falling. Ah, falling, ja. Oder falling? Ja, falling, genau. Falling not falling is worse. Also kein Fallen ist wert. Zen, also. Oder now? Now falling ach so. Is worse was? Than. Lying oder? Nee, geht ja nicht. Ist ein Hund draußen. Vor etwas gruseligen Flüchten und in die erstbeste Tür laufen, die wie von Geistern aufgeht. Ja, und Eva so, ja, ne, ja, da wollen wir jetzt rein. Ja, das ist die Jessie, die hilft uns. Ja. Kann auch sein, dass es der Geist war, aber egal. Now falling is worse than lying, oder nicht? Mm-mm. Lügen? Nee. Ach so, ja. Liegen dann vielleicht. Ja, liegen ja, oder keine Ahnung. So. Egal. Nee, liegen nicht, aber. Vielleicht nicht. Wisst ihr das ja, dann könnt ihr das gerne reinschreiben. Das ist ja kein Spoilern, oder? Wenn man ein Wort ratet. Ich glaube nicht. Was ist hier denn los?
gar nichts. Vielleicht, oder vielleicht habe ich das ja auch auf Kamera, dass er... Nee, nee. Der hat, weiß das auch nicht. Der weiß alles andere, aber das weiß er nicht. Ja, okay, ich glaube, sonst war ja nichts. Ja. Nee. Da gibt es ja noch eine Notiz oder so, eine Batterie. Nee. Nee. Hm. Aber an der Tafel steht vielleicht was, ne? Nee. Katholische Schule. Hä? Was steht da? Ach so. Ja. Face Academics Service. Hm, verschlossen. Aber voll cool, ne? Ich wollte auch immer eine Schule, wo ein Schwimmbad ist. Ja? Ja, sowas gab's bei mir nicht. Boah, kann ich auf einmal schnell laufen. Boah. Was ist? Ja, mein Controller vibriert. Ach so. Das kriegst du dann... Ah ja, stimmt, das kriegst du ja gar nicht mit. Aber nee. Eben mein Controller vibriert. Ah! Fuck. Einfach weiter geradeaus. Jetzt sind wir da in dem Wasser wieder. Oh, echt? Jetzt sind wir wieder in der echten Zeit. Ah ja, stimmt. Wir wollten ja zur Leiter und das war quasi der Traum dazu. Oha, das sieht aber gerade aus wie Blut. Gesundheit. Danke. Mach mal das Licht umschalten. Ja. Blutregen. Rain and blood. Dripping off her shoes, I think. No. Was? Just tropft von ihren Schuhen. I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Weil sie hängt. Oder was? Als sie sich erhängt hat. Und Jesse meinte er vielleicht da. Dankeschön. Gesundheit habe ich schon. Krass, sind dicke Tropfen. Ja, das sind voll die Schlieren. Voll die dicken Tropfen. Hä? Sah so aus, als ob die aufgeht. Ja. Aber wahrscheinlich geht die auch ein bisschen auf. Aber dann ist da was vor. Alter, da ist ein Arm. Ja. Der hat eine Taschenlampe in der Hand gehabt. Ja. Krass. Ja. Jetzt sind wir bei der Mine. Hier, stimmt. Banshee. Ja, stimmt. Ist recht. Ich glaube, das war nur mein Kopf. Ja, das ist die ganze Zeit unser Kopf. Oh, umgedrehte Kreuze. Oder umgedrehtes Kreuz. Jetzt sind alle so zu Russisch spricht, oder Polnisch oder irgendwas. Und flüstern. Ja. Ja, und flüstern auch. Da. Hinter dir. Dreh dich mal um. Oder? Doch nicht. Die Tür ist zugegangen. Okay. Hui. Da ist der Kopf runtergefallen.
Mach oh den nein. Ton an, mach den Ton an. Hier, der ist da runtergerollt. Diesen Ton. Also er kommt direkt. Ich glaub nicht, oder? Oh, du kannst da durch die Löcher gucken. Ja, nicht viel. Ja, aber wenn du hochguckst, sieht er dich. Ja, ich weiß wohl. Aber egal. Ich warte erstmal. Da ist irgendwo was. Da ist irgendwas, Leute. Nichts Nettes. Das will nichts Gutes von uns. Jetzt gucke ich mal kurz. Okay, kannst du ja langsam so ein bisschen und dich umgucken. Der ist ja da. Der ist lang. Dann geh schnell hoch. Schneller. Oh mein Gott. Darüber, ja. Oh! Wow! Danke! Woo! Weiter! weiter! Ja, lass mich erstmal orientieren. Okay. Sonst ich würde wieder einfach rennen. Ja, ich auch eigentlich, aber ich muss ganz kurz gucken eben. Okay. Sonst. Und mach bloß die Kamera nicht aus. Nö. Scheiße, da kannst du gleich nicht lang. Kannst du links runter? Erstmal. Oder? Warum soll ich da jetzt runtergehen? Weiß ich auch nicht. Warte. Ich guck mal eben kurz. Hier ist sonst nichts, ne? Weiß ich nicht. Nee. Nee, ich glaube, du musst irgendwie hoch. Da runter. Oder da runter. Glaub ich. Aber von da kommen wir, ne? Ja, warte, was ist da oben denn? Aber ich dachte, auf so einem Balken geht es vielleicht weiter. Ich kann so, da nicht du? Hoch. So. Nee, da muss ich runter. Sicher? Ja. Vielleicht kannst du da hoch? Nee. Da komme ich nicht hoch. Okay. Ich muss da runter. Oder ich gehe noch kurz wieder zurück. Nee, ich muss da runter. Oder da? Nee. Naja, du kannst da ja irgendwie überall so runter. Das ist halt die Eingangsdings. Da, wo du gerade warst, da ist dieses Röhre, wo der Kopf runtergekullert wurde. Steht irgendwo eigentlich unser Ziel? The mine entrance is usually on the top floor. Ja, genau. Ja. Wo ist denn der Mineingang? Erstmal raus, glaube ich, wieder, ne? Ah, nee, ich muss da runter. Wo runter? Da, wo ich gerade war. Ja? Ja, guck mal, da hinter, das ist dahinter, da muss ich irgendwie hin. Ah, okay. Glaube ich, oder? Kann sein. Ja. Ich mach's einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ja. Und der Typ ist, glaube ich, auch weg, zum Glück. Okay. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Schade, beim ersten Mal hat es so gut geklappt. Aber egal. So, erstmal runter. Ja. Nachladen. Da, ja. Nee, oder?
Irgendwo hoch oder runter? Oh ne, da komme ich ja her. Sind wir doch da, wo wir waren? Ja, da kommen wir her, hier. Achso. Oh, immer diese verwinkelten Sachen hier. Was? Da müssen wir wohl doch wieder raus, oder kannst du da drunter? Oder was? Da drunter, sagst du? Dachte ich, vielleicht kann man da lang, aber nee. Glaub nicht. Der Dude ist jetzt, glaube ich, wieder da. Ja, der Typ ist. Vielleicht können wir ja sehen, wo der hingeht. Und du musst da echt wieder raus. Was ist hier dann noch so? Nichts. Irgendwas sehen wir noch nicht. Mal wieder. Hä? Irgendwas sehen wir wieder nicht. Ja, wieder irgendwas Einfaches. Konntest du es umschmeißen? Oh, vielleicht. Sieht so aus, als ob du es gesehen hast. Nee. Hä? War die Tür da vorher auch? Mann. Ja, ich. Okay. Egal, Tom. Wir haben es gefunden. We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they... Wait, Lynn? Oh. Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Ist sie schon tot? Glaub nicht. Glaub sie. Oder sie ist vielleicht tot. Wenn wir dem Dude jetzt hinterher vertrauen, wegen, ja? Sind wir jetzt schon so crazy? Sind wir so crazy genug, um ihm zu vertrauen und hinterher zu rennen und denken so, oh mein Gott, ja. Los, weg hier. Nee, ich renne ihm nicht hinterher. Ich glaube, wir müssen. Ja, ich muss hier erstmal den Raum absichern. Aber da kommen wir ja her. Ach so. Wo sind sie ja hin? Ja. Och nö! Die Abstände werden noch viel kürzer. Aha. Ach Gott, so Schule. Schule ist immer richtig krasse. Ja, in der Schule kommen Jumpscares immer. Ich geh erstmal dahin. Oh. Ui. Ja, okay. Lief wohl nichts. Er meinte, dass die Glücklichen getötet wurden, also dass es besser wäre, getötet worden zu sein. Ach so. Oh, eine Weltkarte. Okay, dann ist der Raum jetzt nichts weiter und dann gehe ich da eben andere Seite. Jesus, du bist wunderbar. Da liegt was, verwandt. Oh ja. Library. Es hat mir gerade The Ring Vibes gegeben, wo der Fernseher angegangen ist. Ja, stimmt, bei der bei Daylight auch, ja. Ja, unser Ring. Wunderbar. Zum Glück habe ich diesen Film nie gesehen. Aber ich kenne das Girl. Ich kenne das durch Scary Movie 3. Ja, 3 war das. Wow! Was war okay, das? Okay, weil es nicht geht durch die Tür, die da offen ist. Huh?
weiterer Raum mit alten, staubigen Computern. Ein weiterer Raum mit alten, staubigen Computern. Ja. Favorite, Joy Parish, Families, Nation, Vocation, Community. Oh, wieder so ein Projektor. Ja. Ach, irgendwie juckt das hier. Englisch. Was ist das eigentlich für ein Datum hier? Ja, steht da nicht, ne? Nee, aber Dezember. Okay. Habe ich da noch was übersehen? Ja, die eine Tür hier, ne? Nee, da war ich schon dran. Übersehen wir wieder was? Zu. Liegt da was auf dem Stuhl? Hä? Das sah gerade so aus. Wow, renn nicht so dunkel, dann sehe ich erst recht nichts. Willst du spielen? Hä? Willst du spielen? Nein. Vielleicht geht es doch da weiter, wo du drunter durchgekrabbelt bist. Ach so, kann sein. Kann gut sein. Nee. Ich glaube, es war nur die Verband. Stimmt, ja. Blockiert. Oh, da ist sogar jetzt auch blockiert. Aber dann ist ja gut, dann wissen wir wenigstens, wo es ungefähr lang geht, dass wir auf jeden Fall hier irgendwas suchen müssen. So, hier ist nix. An der Decke ist nix. So. Gehen wir den nächsten Gang. Hier ist überall nichts. Nee. Hier auch nicht. Nee, ne? Hallo Lord Chagall. Hallo Lord Chagall, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Du musst gerade durch eine Schule rennen. Ja, durch eine Schule. Das ist ein Albtraum. Ja, und wir versuchen hier rauszufinden. Aber hier, die Wand ist da irgendwie komisch. Ah, das kommt vom Licht wahrscheinlich. Über der Tür kannst du auch nicht lang durch das Fenster, oder? Nee. Vielleicht übersehen wir hier oder kann irgendwie einen Schreibtischstuhl verschieben oder so. Das ist sehr merkwürdig. Und oben an der Decke ist auch nichts auf oder so. Oder irgendwo, kann man irgendwo drunter krabbeln hier. Da vielleicht doch. Irgendwie an die Decken. Oh, kann ich das vielleicht runterziehen? Nee. Ja. Oh, das wäre doch eine gute Idee gewesen. Ja, weil mit den Dingern ist ja immer irgendwas. Aber was ist das überhaupt für ein Raum? Hier kann man ja gar nichts machen. Nee, da kommen wir her. Ja, aber vielleicht haben wir doch hier was übersehen. Nee. Komisch, ne? Da muss ja noch irgendwo was sein. Das ist sehr merkwürdig. Und hier können wir auch nicht lang. Vielleicht können wir ja irgendwie hier einen Schrank aufmachen oder so. Oder ja. Nee, und hier können wir auch nicht wieder zurück. Nee. Müsste irgendwas in dem dunklen Raum sein. Ja. Vielleicht kann man doch irgendwo drunter krabbeln. Unter einem Schreibtisch. Ja. Aber hier sind überall Schreibtischstühle vor. Ja, das stimmt. Das ist äußerst merkwürdig. Da auch? Ja. Ja, hier sind überall welche vor. Und durch das Fenster geht nicht. Und oben ist nichts. Ah, da ist ein PC an. Vielleicht sollte ich mal meine Nachtsicht ausmachen. So. Hey Jessica, bist du da? Hi. Oh, sie antwortet. Es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Oha, dreh dich um. Nein. Nein. Oh Gott, ey.
Sie hing da. Ja, sie hing da. Darf man Tipps geben oder lieber nicht? Ach so, wir haben es geschafft. Okay. Danke. Wir haben es gefunden, ja. Ja. Wir brauchen ein bisschen länger. Manchmal schon. Ja, manchmal ist das wenn so wenn wir so 15 doof. Minuten brauchen. Ja, aber ist manchmal einfach so irgendwie, ne? Genau. Genau hinsehen. Ja, was denn genau hinsehen? Ach so. Lynn, guck mal, Buddies, Lynn, Jessica, Family sind zwar, aber die sind nicht online. Oder nicht Coworkers offline. Wie heißt das? Alo Instant Manager. 12 und 11. Lynn. Okay. Und wie heißt ich Black Against the Machine? Okay. Was? Wie heißt Black Against the Machine. Oder so. Oder Blake wahrscheinlich. Ah, Blake, ja. Jetzt ist die Tür bestimmt auf. Nee. Die Haupttür wahrscheinlich. Das kann sein. Weißt du, der Hauptding jetzt. Ja, die meinst du? Ja. Oder in die andere Richtung. Da. Hä? Nee, da muss hier wieder was sein. Hier bestimmt in dem Raum. Oder am Rechner wieder was. Vielleicht doch am Computer immer noch was. Vielleicht kann ich hier antworten. Kannst du nochmal schreiben, meinst du? Nee, ich kann nur sehen. Oder steht da irgendwas, was uns hilft, wie wir rauskommen? Oh nö, als ob wir jetzt nicht an der gleichen Stelle sind. Oder ist noch ein anderer PC an? Mach mal das Licht aus. Nee. Da ist ein PC an. Ah, ein anderer? Mhm. Sicher? Aber, ach oh, ja. So. Ich kann dich sehen. Was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast? Nichts, ich blöde nur herum. Ganz verstehe ich dieses Computerding noch nicht. Ich helfe dir gerne. Lynn winkt dir zu. Moment. Hä? Gemeinschaft unterstützen Gebete, depressive und besorgte Katholiken. Wer hat die Kontrolle? Oh, das ist so ein Gottforum. Guck mal, 1995. 7. September, Dezember. Dann passt es ja auch mit dem Kalender. Soll ich lese es nächste vor? Ja, warte. Also Ice Cream. Ja, kannst du. Also, mein Mann sagt, dass alles aus einem Grund passiert und Gott einen Plan hat. Er sagt aber auch, dass man sein Glück selbst machen muss. Wenn du willst, dass etwas passiert, dann musst du tun, was du kannst, um es möglich zu machen. Ich will ihm nicht sagen, dass er sich selbst widerspricht. Das hört er nicht gerne. Und manchmal erlebt er die Hand. Ich habe das Gefühl, ich hatte keine Kontrolle, doch trotzdem ist es meine Schuld, das Schlimmste aus beidem. Jessica, so fühle ich mich auch manchmal. Sehr oft sogar. Bist du eine Erwachsene? Ich bin fast 50 Jahre alt. Ich schätze, es ist albern, dass sich eine erwachsene Frau über so etwas Sorgen macht. Ich sollte überhaupt nicht hier sein. Das ist nicht albern. Ich will nur wissen, was machst du denn, wenn dein Mann die Hand erhebt? Ich meine, tut er dir weh? Kannst du wegen jemandem in deiner Familie die Polizei rufen? Oh, Liebes, es tut mir so leid. Kannst du mit einem deiner Lehrer reden? Oh, das ist so ein Forum, ne? Ja. Wo diese... Irgendjemand wird da von dem Mann gehauen. Gebete für depressive und besorgte Katholiken. Oh, jetzt sind alle Rechner. Jetzt habe ich. Alle Rechner spielen verrückt. Tipps sind, würde ich sagen, okay, wenn es zu lange dauert, aber bitte Spoiler vermeiden. Ja. Ja. Ich würde das ja gerne mal rückwärts abspielen können, ne? Ja, dann hört man wenigstens, was er sagt. Oh, die Tür ist aufgegangen. Raus aus dem Gepiepe da. So, Eva, jetzt pass auf. Ich glaube, vielleicht kommt was. Nur, dass du schon mal vorbereitet bist, vielleicht. Diese lang... Oh, doch nicht. Da. Dieses Gedicht. Die liest wieder solche Bibelverse vor, ne? Ja, ich glaube, wir müssen in die Richtung weiter und sie beobachten oder so. Soll ich ihr hinterher rennen? Ich weiß es nicht. Oh, entweder mal, du musst hinterher rennen oder die beobachten von die da zieht, aus. Ich glaube, hinterher rennen die vielleicht. Zieht diese Spuren hinterher, die geht ins Badezimmer. Ja, da musst du rein. Ja.
Genau. Aber das wissen wir dann, weißt du? Wir müssen, glaube ich, erst so gucken, wo lang sie geht und dann da lang. Ja, habe ich ja geguckt. Ja, ich meine nur. Ja. Genau. Aber ich muss eben gucken, wie ich da wieder runter... Oh. Boah! Oh. Help me. Mhm. Wow. Ja, würde ich ja gerne, aber irgendwie... Oh ja, aha, verstehst du auch, ne? Nein. Oh, ich kann da leider nicht durch. Scheiße. Da, wo die Tür offen steht? Mhm. Guck ich gleich. Hier kann ich mich nur verstecken, glaube ich. Okay. Ich will ja nichts übersehen. Nicht, dass wir gleich wieder irgendwas nicht finden, weil wir da nicht gesorgt haben. Das ist die Damentoilette. Ich darf da nicht rein, ne? Nee. Egal. Ist ja nur ein Traum. Hoffe ich. Oh, hoffe ich. Ich komme da gar nicht mehr durch jetzt. Toll. Oh doch. Geht doch. Oh, da steht sie ja. Ah. Alter, wie creepy. Oh Gott, sie weint. Blut. Wie Maria. Bluttränen. Okay, ich glaube, die Türen sind eh verschlossen. Dann gehen wir mal zu ihr, ne? We're not alone here. Ja, ich weiß. Wir sind nicht allein hier. Ja. Kannst du da noch weit runtergehen, die Treppe oder so? Mhm. Ja, dann gehe ich da. Hä? Oder auch nicht. Hä, warum kann ich da nicht mal rein? Weiß ich nicht. Was soll das? Ist ja scheiße. Vielleicht hätte ich da ja noch was finden können. Das ist ja doof. Warte, vielleicht komme ich da ja wieder hin. Ja, warte. Ein bisschen langsamer machen. Sonst bist du ganz, jetzt ein bisschen langsamer, wollte ich sagen. Nicht, dass du wieder da durchrennst. Achso, ich wollte nur eben schnell wieder dahin, wo ich war. Oder habe ich was... Oder oh Gott, jetzt musst du dich, glaube ich, verfolgen lassen und dann da noch mal runter, oder? Ich glaube, darum kann man im Kreis rennen. Ja, die Türen sind ja zu. Hallo, Impulsus. Hallo, guten Abend. Ja, da muss ich noch mal in die Runde rennen. Und dann da, wo der herkommt, meinst du, ne? Ja. Muss mir den da vielleicht weglocken oder so und dann. Oh. Hallo! Oh, jetzt bin ich wieder da. Okay. Okay. Ich bin einfach in so einer Tränke wieder aufgewacht. Was? Ich bin einfach in so einer Tränke wieder aufgewacht. Ah. Ich check jetzt gar nicht mehr, was unsere Aufgabe jetzt überhaupt ist. Mine, Eingang. Ah ja. My entrance is usually on the top floor. Da. Mach mal Nachtsicht an. Ich glaube, so sieht man mehr. Ja, aber ich meinte gerade so, als du da in der Ecke, aber... Boah, war das gruselig. Ja. Na, Impulsus. Alles gut bei dir? Wir sind ein bisschen abgruseln. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut. Ah,
Was? B gedrückt halten? Wo? B gedrückt zum Kriechen. Halten. Ja, aber es muss ja irgendwo sein. Vielleicht um leise zu sein. Weiß ich jetzt nicht. Ui. Hast du noch irgendwas gesehen, Lena? Nee, in die Richtung musstest du, glaube ich, noch weiter, da wo du dich im Schrank versteckt hattest. Hä? Oh, da links kannst du da nicht noch weiter? Da komme ich her? Nee, echt? Ja? Ist das? Das ist doch der Eingang. Nee. Doch, da sind wir doch reingekommen. Echt? Ja, von da. Da sind wir doch so rumgelaufen, sind wir doch hier reingekommen. Ach so, und dann ist es zugegangen? Ja, weil der Typ ja da war. Und jetzt, dann sind wir doch hier hingegangen und dann bin ich doch da und dann da in den Schrank. Und dann bin ich wieder raus und jetzt müssen wir hier lang. Okay. Ja, Orientierung ist nicht vorhanden. Nee, bei mir auch manchmal nicht. Das ist ganz normal, wenn man Angst hat. Wow. Oh, liegt da mit der Batterie? Nee, doch nicht. Du kannst es ja noch verstecken lassen. Schade. Ja, du hast schade, ne? Vorbei. Alles gut, freut mich, dass ihr wieder Stream macht. Und bei euch, ja, uns geht's auch gut. Ja, ja. Dieses Mal streamen wir mein Horrorspiel. Ich glaube, du hast es noch gar nicht gesehen bei uns, wenn wir Horror machen, ne? Kann manchmal ein bisschen laut werden. Ah, hat er dir zugeguckt, als Dark du... Cloud. Ah, ja, ja. Genau. Wollen wir mal gucken, was es steht, ne? Kapitel, soll ich mal vorlesen? Ja, wenn du willst. Okay, Kapitel 12. Und nun endlich aus dem Tempel der Lehre, das Sullivan Knot, Diener der Wahrheit und gläubiger Zeuge, das Tor zum Paradies, der uns liebte und reinigte von unseren Sünden und in unserem Blut. Gedenke, du bist gefallen und schuldest Buße. Blutig Werk steht bevor, darum härte dein Herz und Hand und schärfe die Klinge. Und wisse jene Dinge, komm dem Antichrist zuvor, doch fürchte nicht, was du erleiden wirst. Fürchte nicht die Träume, die jenseits des Schlafes wandeln, die dich fesseln und foltern werden, die deine unbußfertigen Sünden aus dem Verließen deines Geistes reißen. Und deine Fehler, selbst die jungfräulichen Ängste deiner frühen Jahre, sollen dich heimsuchen und du sollst bluten und weinen und Reue zeigen. Denn die Sünden der Vergangenheit werden auferstehen, bevor es die Toten an den letzten Tagen tun. Denn du bist schwach und hast alle Namen verweigert und in Zeiten der Versuchung zu lange gezögert. Und die Luft wird schwer sein wie Heuschrecken und deinen Atem stoppen. Und du wirst überkommen werden von Beulen und Krankheit. Dein Körper sei Tempel und Heim der Seuche, und dein Geschlecht wird welken und verrotten wie Aas für die Geier. Und die Leichen auf dem Wasser liegen dicht an dicht und sind fest wie Land, und der Tod ist eine offene Tür, die kein Mann schließen kann, und die Engel hören deine Stimme nicht. Und die Adern des lügenden Gottes im Himmel werden geöffnet, und sein Blut falle wie Regen, denn darf nicht... Nichts Leben findet Gott Vollkommenheit nicht in seiner Vollkommenheit selbst. Ah ja. Ja, die wollen auf jeden Fall sehr viel Leid und Schande und dies und das. Aber auch wieder mit den Krankheiten wurde das so angesprochen, ne? Ja. Erst wollen die geheilt werden und ja. Ah ja, da komme ich her. Ah, ich muss da die Treppe hoch. Okay. Hä? Kannst du da durch ein Fenster? Nee. Welches Fenster? Durch die Tür da hinter dir jetzt? Achso, das habe ich glaube ich schon versucht. Die ist irgendwie blockiert. Aber vielleicht muss ich da irgendwie anders hin, aber wie? Okay. Da drunter. Oh, ja. Ah ja. Ja, immer diese komplizierten Wege. Nein! Nein, nein, nein! Ah! Ich glaube. Ja, ja.
Los, wow, er ist direkt hinter dir! Da drüber hüpft. Alter, wieder lacht! Ja! Oh. Wow! Oh, noch Hindernis hier. Jetzt hoch! Bitte. Hoch, hoch, ja, da hoch! Darüber über die. Nee, das war eine Wand aus Menschen. Da durchquetschen. Quetsch dich! Oh ja. Hoffentlich kommen die da nicht durch. Ih, was ist das? Als ob der da nicht durchpasst. Ich geh weg. Geh einfach weiter, bevor es. Ah! Nein, 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 nein. Oh, ich hab zu lange gewartet. Ich bin doof. Ich wollte. Ich war mit. Nein, weiter! Du machst es so. Ja, gut! Oh nein! Oh nö! Oh nein! Dann kannst du wieder zurück zu ihnen klettern. Also, Alter, wo will ich denn ganz hin? Alter, der Clown war auch ein nices Team. Na, nicht mal grad mega den Spaß. Musst du über Eva lachen. Genau, nicht mal ich kann so lachen wie der. Ich auch, wie sie auch mitfiebert. Richtig nice. Boah, Eva, Alter, das ist Chaos. Das ist einfach Folter. Ja. Alter, was war das für ein komischer, weißer, kleiner, lachender Kerl? Ja, oh, da ist ein Fenster auf. Der war voll crazy. Ja. Der hat voll ekelig gelacht. Ja, der sah aus, als ob der sich so, na, so ganz viele Splitter ins Gesicht gerammt hat. Ja. Als ob er so Äste aus dem Gesicht wachsen. Ja, stimmt. Boah. Der war crazy in love, ja. Ja, wahrscheinlich. Boah. Das ist gerade die schlimmste. Das ist gerade echt die schlimmste Folge für mich, glaube ich. Ja. Also ich bin gerade irgendwie die ganze Zeit. Also die ganze Zeit bin die ich. Ganze, jetzt, ey, gönn dir mal ein Stück Schokolade. Oh, oder. Schoko? Ja, oder. Oh, ich. Diese hier? Ja. Die Lachgummis helfen immer. Lachgummis. Bist du die auf? Ja. Weiß ich noch nicht. Nein, Hände sind so spitze. Oh, guck mal, Eva, ganz interessant. Oh, ja, bitte, lass uns ein bisschen. Das den was? Kranium. Clavicula. Oh, hier, ein Sternum. Mhm. Wollen das die Leute sehen? Ich glaube nicht, aber. Meinst du, die wollen doch alle lernen? Wir wollen noch eine kurze Pause machen. Ich möchte das vom Blatt essen. Oh, hier, Kräuter, damit kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Oh ja, erstmal Schokolade hilft gegen Outlast-Gegner und Dementoren. Von Lachgummis musst du viel lachen. Ist sehr gesund. Oh ja, hier ist. Das hilft. Mhm. Mhm. Das ist alles Jessys. Mhm. Das Blut tropft von ihren Füßen. Oh ja. Ja? Nö, aber das hatte er vorhin gesagt. Achso, aber tropft da Blut? Nein. Achso, aber. Achso, ich weiß, wie du das meinst, ja. Weisheiten von Professor Remus. Hä, ja, Professor Lupin. Remus ist da vorne. Was ist los mit dir? Was? How the fuck do I get out of here? Ich weiß auch nicht. Ich hab viele Freunde, stand da. Eigentlich kann doch jede Kamera so einen Film ja, rückwärts abspielen, oder? Aber seine nicht. Hm. Weisheiten von Professor Remus, ja. Und wofür soll ich mich entscheiden? Fürs Jesuskreuz, ne? Geh da mal hin. Oha, ich kann da ja auch rein. Hoffentlich sind da Batterien und so. Verbannt auf jeden Fall. Nee, ist eine Batterie, tatsächlich, zum Glück. Wow. Aber der Fernseher ist diesmal nicht angegangen. Welcher Fernseher? Ist hier ein Fernseher? Da stand ein Fernseher über dem, auf dem Schrank, wo du die Batterie gefunden hast. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Okay. Ah! Was? Ich weiß nicht, da war nur ein Geräusch. Alter. Ah! Oh! Hauptsache Blake sagt immer, dass er sterben wird. Auch Blake, wie komme ich nur hier raus? Der ja, der ist so negativ. Als ob man da positiv bleiben kann. Positiv denken. Einfach positiv denken. Eigentlich brauchen wir sowas mal. Oh, was
Achso, nee. Ist von der anderen Seite, ne? Oder? Ja. Oh mein Gott, was ist das? Was war das? Wollen wir da hingehen? Ja. Ja. Wow. Kamera sagt nein. Da rein. Oh, das ist Fernseher und eine Notiz. Jessica loves Blake. Loves Blake. Oh, sie liebt mich. Oh. Kann es sein, dass ich Jessica voll oft mit meiner Frau verwechselt oder so? Nee, ich glaube, die ist ja gestorben. Halt. Ja, aber generell irgendwie so. Kreuzfeld runter, erstmal schrei. Ich habe ehrlich gesagt davor geschrien und dann danach. Eigentlich müsste man mal die Schreie zählen und dann so einen Zähler machen. So einen Counter? Ja. Dass man so irgendwo einen Zähler macht, wie oft wow. Eva geschrien hat. Das ist nicht messbar. Wow, da hat uns gerade jemand die Tür geöffnet. Ist ja nicht von dem. Jesus war das. Hey, war da nicht gerade noch mehr Blut? Ich glaube, das ist schon wieder ein neues Kreuz. Aber wie viele Kreuze sind hier in der katholischen Schule? Ja. Und die Bilder der Vergewaltiger hängen an den Wänden. Oh. Immer diese Versammlungsräume hier. Mit Fernseher mitten auf dem Tisch. Ja. Fernseh bildet mein Mann. Mann. Viel draus lernen kann. Ah! Es kommt auf dich zu! Oh mein Gott! Ich geh weg. Ja. Nee. Ja. Nein, der Raum ist eine Sackgasse. Ich will hier bleiben. Aber ich kann hier sich rumrennen. Falls er reinkommt oder sie, dann kann ich um den Tisch rennen. Ja. Lass die Licht lieber. Lass das Licht an. Bitte Licht anlassen. Oh mein Gott, was ist. Oh mein Gott! Ah! Was ist geschehen? Was? Ja, der Typ, der immer ausrastet. Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Unreal Tournament spielen. Beim nächsten Stream mache ich Counter. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin irgendwie voll abgehärtet. Hä? Oh, was ist hier denn? Ich glaube, wir müssen mit dem Gespenst durch das Labyrinth. Oh nein. Oh nein. Immer rechts laufen. Immer nach rechts laufen. Immer so in der mit der Wand rechts von dir laufen. Ja, da ist eine Sackgasse. Weil, ja. Du bist durch das Gespenst durchgelaufen. Ja, wow. Oh mein Gott, dem solltest du nicht zu nahe kommen. Oh. Ich glaube, erst kommt das Gespenst. Und dann weiß man so ungefähr, okay, jetzt kommt der Dude da gleich und dann kommt die wahre Gestalt von dem und dann hat man verkackt so. Und da ist er. Ja, shit. Okay. Weißt du, was ich meinte mit die ganze Zeit rechts? Willst du? Nee. Ja, jetzt sag einfach, wenn ich renne. Rechts, links, sag einfach, wenn du meinst. Ich weiß, hier, ne? Ja, da muss ich auf jeden Fall dann. Ja, da. Oh, ja, wieder zurück. Hä? Zwei Viecher oder Schatten von ihm. Keine was. Ahnung. Ah, und jetzt habe ich ihn da weggelockt oder was? Ja, vielleicht. Oh. Ja. Was? Nee, oh! Falsch. Ah! Ja, den nicht wieder zurück, da war die Sackgasse. Ja, ach Mann. Ich kann das nicht. Ja, du bist dann, glaube ich, gleich wieder in dem großen Raum, oder? Nee, doch nicht. Nee. Warum geht's mir da nicht gut? Ja, hat der einen Herzinfarkt oder was? Boah, könnte ich nachvollziehen. Ja. Richtig. Ja, da lang. Ja, zu den Büchern. Sieht richtig aus. Mach das Licht an. Krabbel über die Bücher rüber. Und jetzt bin ich gleich wieder zurück. Faith. So richtig lieb. Oh mein Gott, ihn sollst du nicht zu nahe kommen. Ich sehe Tom, so locker. Du nach vorne. Oh. Ja, red mal vor. Willst du danach heißer sein, Eva? Hä, was? Ich brauche keine Hilfe, ich brauche keine Hilfe, ich brauche keine Hilfe. Dieser Typ mit Unreal Tournament ist so legendär. Ja. So richtig lieb, oh mein Gott. Weitermachen. Ihm sollst du nicht zu nahe kommen und Tonke so locker. Oh. Hä? Bin ich SpongeBob. Voll. Hä, was? Smash? Das hab ich jetzt nicht gecheckt. Vielleicht hab ich zu spät gelesen. Zu was war das gemeint? Was denn? Was denn genau?
Zu was war was gemeint? Zu dieses, wirst du danach heißer sein, Eva, hä? Ach so, ja, das habe ich erst auch nicht verstanden. Oh, Jesus, help, hilf mir. Alter, wie der stand so mit deinen Tentakeltieren. Ja, renn mir hinterher. Ich glaube, da wo sie lang kommt, wird sie dead eigentlich. Das ist auch nicht sicher, da wo sie hin dead. Heiser, heiser. Oh nein, nicht das Vieh. Ey, das ist der Asttyp. Ja, der Astkopftyp. Er hat uns. Der Holz. Es tut mir so leid. Holz. Aber irgendwie sind deine Haare immer auf meinem Stuhl. Ja, egal, das tut mir nicht weh. Okay, gut. Ach, heiser. Ich dachte schon, aber was ist denn los? Ich dachte auch so, hä? Was ist jetzt so? Heiser. Oh, sorry. Ah, ich muss irgendwo hoch. Ja, ich bin ja, ich fühl's jetzt schon. Es kommt. Heiser, ne? Morgen hast du keine Stimme mehr. Ah, nein. Da müssen wir rüber. Okay. Ab Montag habe ich eh Nachtdienst, da braucht keiner mit mir reden. Nee, dann gehst du ins Zimmer und stellst die Schlaftablette hin. Ja. Bis ich wieder mal eine Patientin habe mit so einem Glasauge, die da dann mit so einem offenen Auge liegt und ich denke, oh mein Gott, ist die tot? Ich gehe so zu ihr ran und sie wacht dann in dem Moment auf, weil sie mich hört halt und dann erschreckt sie so und ich fange an zu schreien, weil ich mich so erschreckt habe. Echt? Hast du geschrien? Ja, weil ich dachte, sie wäre tot. Die hatte, lag da mit offenem Auge halt, aber es war halt ein Glasauge, das geht halt nicht zu. Oh. Ich war so schockt. Weil das war halt auch eine Frau, die war gar nicht mal so alt, so. Darum war ich halt so, oh mein Gott, warte mal. Oha. Ja. Und hat die dann nicht auch geschrien? Weil du ja, danach haben wir beide gelacht. Und dann hat sie sich entschuldigt. Und da habe ich mich entschuldigt. Ich glaube, ich musste mich wieder beeilen irgendwie. Ja. Der Astkopftyp passende Zacke. Ja. Mach jetzt doch schon mal einen Counter. Okay. Ja, ich meine, für diese Folge allein schon. Ja, es lohnt sich ja noch. Hebebe. Was ist hier denn passiert? Hebebe. Hebebe. Ja, Türen aufmachen. Ja. Und durchgehen. Rechts, links, weiß ich nicht. Hä? Nee. Nein! Sackgasse. Kannst du die Tür. Da hoch! Oh. Nee, doch nicht. Da, ja? Und jetzt umdrehen? Hilf mir, Eva. Kannst sag du da doch hoch? Was. Nee. Ich vielleicht muss musst das du das Ding da rausziehen. Ja, wohin denn? Weiß ich noch nicht. Wo? Da. Ja, ja, gut. wo? Da. Hä? Passt das nicht durch die Tür? Du kannst es drehen? Kannst du es drehen? Nee. Kannst du vor, nach vorne und dann so nach links? Ich muss das so Tetris machen. Aber wurscht, warum lacht er denn so creepy und warum kommt der denn nicht? Weil das ein Astkopf ist, der zu viel Äste gegessen hat. Oh ich nein, das war ein bisschen weiter, aber irgendwie kommt der. Ja, irgendwie kommt der nicht, ne? Aber vielleicht haben wir. Oh, er ist da. Hilf mir, was sagt noch was? Wo? Da. Ja, wir verständigen uns halt so. Äste sind gesund. Ja, mega, das merkt ihr an dem Typ. Muss ja sehr gesund sein. Ja, und jetzt? Da runterhüpfen? Oh. Ah ja. Und dann durchkrabbeln. Ja. Äste sind gesund. Die Leute, die hier neu drin sind, die müssen ja auch denken, was geht hier ab? Ja. Oh. Falls ihr die vorherigen Folgen sehen wollt, könnt ihr gerne auf YouTube vorbeischauen. Ja. Warte, Ausrufezeichen YouTube, ne? Ja, YT. Oh, balancieren ist nicht so meine Stärke. Aber nur Äste von den Birkenbaum sind lecker. Echt? Echt? Warte mal. Okay. Äste von. Wir hatten früher ganz viele Birken bei uns im Garten, aber ich habe sie nie gegessen. Alter, wir sind auf Jessica gelandet. Fuck! Oh mein Gott. Wohin? Weg. Ah, ja, renn! Oh! Einfach geradeaus, Tomke. Versuch keine Türen nebenan. Einfach da, die offen sind, okay? Ja. Mhm. Ja. Die alle anderen Türen sind gut. So zu. Hauptsache, nimm die linke Tür. Ja! Damit du wieder mal schocken kannst. Ja. Und jetzt verstecken vielleicht? Ja, meinst du? Weiß ich nicht. Eins von beidem. Be
Oh, pass auf, was ihr seht. What you see. Ach, gut. There's a father up above and he's looking down in love. So be careful. Kannst du dich unten drunter verkriechen? Also in die andere Kabine kriechen? Oh, du bist so schlau. Wenn es nur gehen würde. Oh, ja. Wenn es so gehen würde. Willst du jetzt da reingucken und ihn suchen? Nein, aber okay. Was war das denn gerade? Er ist ja einfach verschwunden wieder. Ja, deswegen. Zum Glück. Okay. Einfach weiter rennen. Zählt das gerade von Evas Schrei? Ich weiß nicht mehr. Ich nehme das nicht wirklich wahr. Ich habe es schon wieder vergessen, welche Geräusche gerade. Bei Eva gibt es vier Arten, glaube ich, von Schrei. Es gibt dieses also das kann ich nicht nachmachen. Aber dieses, die vier Arten des Schreis. Dieser Halbschrei und es gibt dann so richtig und irgendwie so. So was macht sie auch manchmal. Wow. Ja, so, du hast so. Ja, drei Arten waren das. Okay. So ein Halbschrei, dann dieses dieses Wimmern. Dieses Wimmern. Ja, und der extreme laute Schrei, wenn man, ja, der sehr laut ist. Okay. Wo ich mich auch immer sehr erschrecke. Ja, du hast so drei und Tomkes Angriffsschrei. Ah! Ja, ich mache immer voll den Kampfschrei. Aber ich kann auch gar nicht so hell schreien, weil ich so eine dunklere Stimme habe. Ich kann das gar nicht nachmachen. Ich bin gleich wieder da, Essen holen. Ich zähle also die lauteren Teile. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Ja, nur die lauten. Okay. You're not evil, Blake. Just confused. Ja, ich bin echt verwirrt. Ich bin nur verwirrt. You don't have to hide. Soll ich jetzt ab... Oh. Ah, das ist einer! Ach so, oh. Guck ihn dir an. Hallo. Wow, let der sieht dämonisch you. Aus. Hä, hey, der spricht ja gar nicht. Er redet aber mit uns. I remember being a young man. Ist das so? Wurdest du da auch vergewaltigt? You've always been so nervous. You don't have to be. Soll ich da weggehen, ja, oder? Ja. If you've done something, I want you to tell me. Wenn... Der will, dass du was weißt. Keep a secret is lying to you. Jeder, der will, dass du ein Heimnis für dich bald liebst. Oh. Wir beide, oh. Haben wir da unseren Bericht geschrieben? Tell. I will never let you go. Tell never. Was? Achso, I'll. Oh. Ja, I will never let you go. Ja. Okay. Er ist Bauchredner. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, wenn er die Lippen nicht bewegt. Die haben alle deine Gabe. Blake ist ein Extremsportler. Der Typ ist ein Bauchredner. Dann gibt es noch Astköpfe. Also hier ist alles vertreten. Astköpfe. Und alles ist sehr gruselig. Oh, jetzt muss ich was mit dem Fenster machen. Ja, genau. Gardine. Da, Gardine, Vorhang. Aber warum sind die Tische da alle so drum? Kann ich da nicht Kannst du da rein? Da lang? Ja. Yes. Ja, als Guck Kind mal. Ist es immer alles einfacher, dass man... So sehen die Hausaufgaben auch aus bei Sims. Stimmt! Die sehen genauso aus. Ja, ja, du hast recht! Oder? Ja! Oha, Composing Book. Okay. Wahrscheinlich sehen so die Hefte in Amerika aus. Ja, vielleicht sehen die so aus. So. Oh, jetzt sind wir Und hier. Gollum. Ja, Gollum gibt's auch. Ach, nö. Na gut, ja. Ich glaube, der Typ war da noch, ne? Da ist er wieder weg. Okay. Ach so. Weißt du, als wir dann umgeswitcht sind, da war der Typ ja jetzt gerade am Verfolgen. Aber dann ist irgendwie trotzdem immer diese Szene dann kurz vorbei. Ja, aber wir wechseln echt immer öfter wieder. Ja, genau. Die Abstände werden immer kürzer. Boah, es ist echt zerbrechlich hier alles. Ja. Und da haut jemand auch noch gegen die Wand. Und die Tür geht gleich auf. Oh, auch noch die. Was ist das eigentlich? Die Tür geht gleich auf. Die Tür geht gleich auf. Und springt gleich auf. Ja, die geht auf. Oder auch doch nicht. Oder jetzt musst du da hinspringen und die Tür öffnen? Nee, das ergibt keinen Sinn. Nee, ich glaube, dann fallen wir runter. Ich glaube, nicht mehr hoch. Und Gollum. Ja, Gollum ist auch da und Schreck. Gollum, ja. Und Schreck. Genau. Okay. Dann ist es endlich vorbei. Weiß ich nicht. Ich muss erst noch Linden und so finden. Tom, auf dem Discord-Server haben voll viele gruselige Sachen gespielt. Ja.
Achso, meinst du zum Spielen? Ja. Ja. Resident Evil Village, ne? Mhm. Ja, da müssen wir runter. Aber dann musst du spielen. Warum? Weil ich das schon mal gespielt habe. Das ist der Astman. Oh mein Gott, es sind viele. Oh mein Gott, es hat sich einfach vermehrt. Vermehrt. Boah, schneller. Riechen! Hä? Ja, da kannst du überhaupt rüber. Oder da. Hatte dieses komische Schnur. War die Grunztrollen. Ja! Los, steh doch mal auf. Oh nein. Ah doch. Hä? Was ist das für ein Outlast? Kann er noch krabbeln? Ja! Sperr sie ein! Ich fühle mich ein bisschen sicher jetzt. Ich auch. Ja. Oh Gott. Haha. Nee. Ui. Ding, jang, walla walla, bing, bang. Ui, ah, jang, jang, walla walla, bing, bang. Oh, da liegt was. Oh, wir haben sie mit verbrannt. Ach, gut. Ich glaube, also entweder muss ich den Fahrstuhl runter oder ich muss die Gondel benutzen. Heute ist zwei Pugels nach Just Saying. Perfekt für Auslass. Oh. Oha. Coming. Es kommt. Ja. Was denn? Gondel? Der Fahrstuhl oder was? Ja, ich glaube schon. Oh, so, oh. Wir hätten wegrennen sollen. Oh, alles klar. Scheiße, wir haben die ganze Zeit verkackt, die wir gehabt hätten. Oh, ey, die Viecher, die nerven so. Raus mit den Viechern. Alter, die machen so eklige Geräusche. Ja, weiter. Ey, mach doch! Kriechen. Er ist kriech, viel zu langsam. Blake, kriech! Los, Blake, ja! Runter! Los, renn! Hüpfen! Los, renn doch! Mann, er ist so langsam! Hat er sich wehgetan? Er kann nicht mehr. Was hat wehgetan? Und, ach so, er kann nicht mehr. Oh, ja. Aber der rennt ja auch wirklich echt nicht lange, ne? Nee. Also ich meine, es geht hier um sein Leben. Oh, ich glaube, du musst jetzt rein. Ja, ja, ja. Stimmt, wir sind jetzt rein. Yes! Ey, man ist hier nirgends so sicher jetzt, ey. Überall sind Äste, Astmensch. Willst du auch einen Yam-Yam? Ja, eine Banane. I can still see. Jess, Lynn. Jess. Her name is Lynn. Vielleicht, ja, der verwechselt die irgendwie immer. Hm? Der verwechselt Lynn und Jess immer. Hm. Keine Ahnung warum. Der hat halt Jess, glaube ich, eher geliebt so. Aber Jess ist halt tot. Und dann war Lynn halt da und Lynn hat ihn halt auch geliebt so. Oh, oh, oh. Und oh, davor habe ich immer Angst. Weil da muss man hochspringen, habe ich gehört, ne? Hm? Da muss man hochspringen, bevor man aufkommt. Dann kriegt man keinen Schaden. Das kann sein. Aber man muss das abschätzen können, weil das kann man nicht kaufen. Ich habe mal gehört, so neuere Fahrstühle, die fallen mit immer nur ein Stockwerk, wenn die fallen. Aber ich glaube, das ist ein alter Fahrstuhl. Regentonke! Ja, mache ich die ganze Zeit. Also, ich glaube, das bringt nichts. Was stand da? Soft? Das 800 Feet. Was, wie ist das nochmal? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich fall gleich nochmal runter. Ja, aber ich glaube, da musst du runter. Oh. Dann kriegt man keinen Schaden im Real Life. Okay. Achso, ja, im Real Life, genau. Aber ist ja nicht Real Life. Hä? Ja. Ah. Boah, die Musik, die macht ja nicht an. Ah! So. Oh, filmen! Achso, du hast keine Dings mehr. Kannst du umschalten? Also, die Kamera? Ja. Ja.
Und gleich, der Fahrstuhl ist kaputt gegangen. Das war sehr schmerzhaft. Nein, Leute. Trapped. I was never gonna get out. Now I knew it. At least I'd be there with her. Außer sie ist da nicht. Ui. Ich würde es aber nicht austesten wollen. Soweit ich weiß, werden alle Aufzüge so gebaut, dass sie nur sehr wenig abstützen können und dann gebremst. Ja, genau. Ich glaube auch, die können nur ein Stockwerk fallen und dann bremsen die beim nächsten Stockwerk. Oh, das ist also gut. Das ist dann ja nicht so tief. Aber ich muss ehrlich sagen, ne, also dadurch, dass ich ja jetzt im Krankenhaus arbeite und man benutzt ja öfter Aufzüge und so, ne, da gewöhnt man sich ja dran. Aber so ich hatte sonst immer so, oh, ich glaube, das stürzt ein. So ein ungutes Gefühl in Aufzügen. Ja. Immer. Also ich halte das immer noch im Krankenhaus, weil ich kriege immer einen Stromschlag. Oh, ich auch. Das kommt wegen den Schuhen bestimmt. Ja. Ich auch. Ich fasse immer dran. Feuer an. Okay, es kommt nicht. Ist nach links gelaufen, ne? Nach der, ja, das war, glaube ich, nur dieser komische Typ, den wir eigentlich immer in der Schule immer sehen, weißt du? Ja. Der war nur so von unserem bildlichen Auge. Ja, oh, warte. Ich muss eben gucken, wo wir langlaufen. Da oder andere Seite? Oh, ich höre ihn! Aber was war denn in der anderen Seite? Ja, weiß ich nicht. Wo soll ich jetzt hin? Dann geh ruhig da. Da kommen wir bestimmt eh nicht weiter. Ja, da ist Lynn. Lynn ruft nach Hilfe. Ja, tauchen. Jetzt sind wir in der Schule. Das sagst du ja. Nee, doch. Gott. Lol, wie viele Wege gibt's denn da? Achso. Soll ich nochmal in die andere Richtung gehen? Weiß ich nicht. Ja, guck doch da erst zu Ende. Vielleicht geht es da doch nicht weiter. Aber ich glaube, da geht's weiter. Meinst weil du? Da ist eine Leiter und ja, da geht Strom rein. Okay. Ja, ich gehe kurz eben zurück. Vielleicht ist da ja noch irgendwie eine Notiz oder so. Ja. Außer ihr habt so einen alten Fahrstuhl wie in Outlast. Das kann, da kann das, glaube ich, sogar theoretisch passieren. Ja, es gibt doch manchmal bei Bahnhöfen so komische Aufzüge, die noch so ein bisschen älter aussehen. Oh ja. Ja, das sind. Wieder ein Kapitel. Mhm. Oh, es geht. Die Frucht der Zerstörung wird im faulen Leib bei Metyrer Mutter reifen. Das spinnenäugige Lamm bringt das Schicksal der niederen Huren selbst zur nächsten, die auf vielen Wässern sitzt. Aus Ezekiels Nation sei der Feind geboren und die Frevler werden enthüllt und der Herr wird sie verschlingen mit dem Geist seines Mundes und wird das Licht seines Kommens zerstören. Selbst ihn, dessen Kommen Werk Satans ist, mit allen Kräften und Zeichen und Lügenwunder. Und mit all der Täuschbarkeit, der Unredlichkeit vergehen sie, denn sie erhielten nicht die Liebe der Wahrheit, die sie hätte retten können. Und daher schickt Gott ihnen starke Illusion, dass sie eine Lüge glauben sollen. Dass jene, die die Wahrheit nicht glauben, verdammt seien, doch Freude in Unredlichkeiten finden. Und Ezekiel sprach zu seinen Hebammen und seinen Jägern, ihr seid der Rabe und ich bin der Wolf, der euch fressen lässt, wenn ihr mich zur Beute führt. Denn Gott sprach, das Fleisch der Bestie sei euer nur im Opfer an mich, so auch das Fleisch eurer Kinder. Hm. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu Lynn. Ja, oder Lynn Jess? Braucht Hilfe. Ja. Bei dem Namen Ezekiel muss ich immer an das Video mit dem Hund und der Robbe denken. Was denn? Ah ja, stimmt! Was denn? Ach, kennst du nicht dieses Video, wo einer am See irgendwie steht und auf der anderen Seite irgendwie so von der Insel steht noch so ein anderer Typ und dann sagen die irgendwie so, fuck you! No, fuck you! Oder irgendwie sowas. Ach so. Oder dann, what's your name? Ezekiel! Fuck you, Ezekiel! irgendwie sowas. Just confused. Oh. Ich kenn das aber gar nicht. Ich glaube, der verfolgt mich nicht, oder? Ich glaube nicht. Aber der kann krass rennen. Ich bin wieder da. Welcome back. Welcome back.
Hoffentlich ist er nicht wieder da. Ah! Renn durch, renn durch, renn durch, renn durch! Ich schlitz ein! Scheiße! Kacke! Wir mussten da durch. Leno! Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Gibt's keinen anderen Weg da? Also da nicht. Oh, hä? Hä? War der Weg da gerade auch schon? Ja, aber... Da ist eine Batterie. Ich höre ihn. Mein Gott. Nicht jetzt. Okay, Dankeschön, Romeo. Romeo, Desaster. Danke für den Follow. Danke, danke. Das war an der perfekten Stelle. Ist so. Ja. Sogar Top Gun hat sich erschreckt. Ja, Mann. Ja, ich habe mich auch erschreckt. Ja, Respekt. Du hast richtig so... Respekt. Also, das kommt nicht auch vor. Oh, hä? Da ist ein Gang. Hä? Ich bin mir sicher, dass da vorher keiner war. Ja, ich auch. Fuck. Okay. Hä? Was ist das? Irgendeiner, ne? Ja, Alter, der hat ein krasses Sixpack. Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich, weil der gehäutet ist. Hallo? They live down here. No. Not lived. Jeder hat ein Sixpack unter dem Speckmantel. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Normal, warte, ich hab's gerade nicht gecheckt. Warte, sie lebten hier. No. Not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Okay, der sagt wieder irgendwas. Aua, ne? Tatsächlich, wenn man so viel Gewicht hat zum Beispiel, dann hat man starke Muskeln, wenn man das ganze Gewicht ertragen muss. So. Ja, und dann ist eigentlich unter dem Speck eigentlich ein dickes Sixpack, nur dass da halt Speck drüber ist. Ne? Jeder, ja, irgendwie Muskeln. Oh nein, guck mal, Eva, da kann man reinkriechen. Aber erstmal gut dunkel. Ah ne, hier ist nichts. Boah! Achso, du bist noch auf den Ast getreten. Oh, hier sind mir zu viele Äste, Eva. Das, ja! Ich glaube, das ist der Ursprung von den Astmenschen. Ja, wirklich wahr! Ich glaube, wir werden gleich der Paarungsort. Der Paarungsort. Ich glaube, ich werde jetzt dick. Ja. Oh, hallo, Bonzo. Ja, genau. Du wirst jetzt dick. Hey, Bonzo, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Hattest du einen schönen Tag? Hattet ihr alle einen schönen Tag? Hoffentlich. Er wollte mal kurz Hi sagen. Hm? Der wollte mal kurz Hi sagen. Achso, ja, genau. Der wollte euch auch eben Hallo sagen. So. Okay. So. Die sogenannte Liebeshöhle der Astmenschen. Tunke. Ja. So sieht das hier aus. Ich meine, romantisch ist es nicht, aber die waren ja auch nicht. Hä? So, das Licht schön schummrig. Ja. Mega. Voll das romantische Licht. Ja. Voll die... Kommt doch mal in welcher Ecke du bist. Oh. Ach Gottchen. Meinst du, wir hätten so andere Türen auch öffnen können? Vielleicht, aber ich weiß immer. Ich finde, der Ort ist sehr kompliziert. Ja, und irgendwie ändern sich die Wege. Ja. Aber oder meine ich das nur? Ja, ich glaube auch. Wow. Oder wir sind war da schon, was? Ja, da. Ein Astmensch oder so. Hinter der Wand, ne? Kannst du durch die Schlitze gucken? Warte. Hä, hey, waren wir nicht gerade hier bei dem Schlitz? Da haben wir doch schon mal den eingesehen. Das war doch auch so ein war Schlitz. War das der Schlitz? Ich glaube schon, oder? Nee. Vielleicht. Nee. Da können wir uns verstecken. Kein gutes Zeichen. Nee, kein gutes Zeichen. Aber ich hier glaub, kann das ich... Das war ein anderer Schlitz. Au. Schlitz. Schlitz. Schlitz gesagt. So Viertklässlerwitze. Hier müssen wir auch noch hin. Erstmal da rein. Wir gar nicht wissen. Alles gut. Tag war nicht so prima. Wie geht's euch? Der Snoo-Snoo-Ass-Typ. Die machen da richtig viel Snoo-Snoo, bis so ein Blake daherkommt und die stört. Ja, soweit alles gut. Tag war nicht so prima. Oh, wie geht's euch denn? Uns geht's gut, soweit. Ja, ich hoffe, das Adrenalin. Dann hoffe ich, dass dein Tag ab jetzt besser wird. Oh Mann, ey. Sollen wir das Mikrofon eigentlich näher holen?
Sind meine Streiche schon zu laut? Sind unsere Stimmen laut genug? Sonst machen wir das Mikrofon. Nee, aber ich glaube, wenn Eva schreit, dann ist es noch lauter. Wo ist der Dude eigentlich? Da. Da müssen wir hin. Nicht drauf zu rennen. Aber wenn ich so langsam bin, dann... Ja, okay. Dann... So besser? Ja. Okay. Aber guck mal, dann geht der Schwarze so ganz langsam. Siehst du? Das ist gruseliger. Hä? Alter, wie lange kann der schreien? Hört doch mal los. Das war Lynn, glaube ich. Oder? Ja. Weiß nicht. Klang so... anders. Hä? Die Wände sind aus Leichen. Einfach. Ja, ist laut genug. Okay, laut genug. Ja, gut. Wir müssen ja nicht näher machen. Das ist gut. Ja, ich denke, kann nur besser werden. Ich muss irgendwas Schreie auch als Schreie wahrnehmen. Ja, Hallöchen, ihr Lieben im Chat und Hallöchen, liebe Spielanwalt. Oh, hallo Jägerkiller. Ja, Jägerkiller streamt, glaube ich, auch. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Wow! Oh! Was war da? Ich hab's nicht gesehen. Mach's normal, ich hab's nicht gesehen. Was? Ich dreh dich um. Alter, das schreit mir so creepy. Ah. Der macht so Wii. Ey, wo ist meine Tonne? Da ist meine Tonne. Wo ist ab meine Tonne? Tonne? Ab in die Tonne. Hallo. Moin. Lief er da gerade noch weg? Bitte? Waren das nur die Dings oder lief er da gerade um die Ecke noch? Der lief da gerade noch. Ja, ne? Ja. Oh, da ist er. Okay. Oh, okay. Scheiße, dieses... Oh, der ist da durch die Tür gegangen. Durch welche Tür? Ah, da. Die Tür. Dann kann ich ja... Aber da muss ich auch hin, oder? Ja, da müssen wir lang. Dann mach die langsam auf, okay? Ja. Uns geht's gut soweit. Oh, shit. Wir sind nur ein bisschen fertig mit den Nerven, weil... hier überall Astmenschen rumlaufen und die können voll schnell rennen. Ja, und wie geht's dir? Hoffentlich auch gut. Soweit, ne? Ja, das nervt mich jetzt an der Grenze. Ah, nicht die Tür, ne? Irgendwie ist das Licht hier scheiße. Ja, ich glaube, wir müssen da... Oh, ey, wie der atmet, ey. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen, oder? Doch. Ich glaub nicht. Eva, ich muss rennen. Ah, nee. Alter, wie die schreien, ist doch gar kein Anlass, nee. Wenn die mich nicht gesehen haben. Ah, ja, hier muss ich lang. Oh, ja, stimmt. Ah, eigentlich. Oh, Top Gun! Ah, ja, ja! Oh Gott! Oh, ich glaube, wir müssen das filmen. Die Karre. Hä? Oh, ja. Ist das Lynns Baby? Also, ist ja nicht unser Baby, aber... Lynn war doch nicht so weit schwanger. Nee, ne? Das ist einfach ein Baby. Oh Gott, ey. Warte, erstmal ein Video angucken. Enemy of my enemy. Oh. Child. Das ist ekelig, it's too late to save the child. It was always too late. Kann ich verstehen. Ich ziehe meinen Hut vor allen, die dieses Spiel wirklich spielen und auch durchspielen. Ich habe dieses Spiel nach 30 Minuten beendet. Aber nicht, weil dieses Spiel schlecht ist. Oh ja, also ich finde das so eklig, verstörend. Dass es mit den Babys ist. Ja, und auch so viele ja. Jumpscares und so. Ja, es ist echt verstörend. Widerlich. Oh, das hat Hauttapete, haben wir noch gar nicht geguckt. Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn. Ja. Looking for my own. Oha. For Jessica. Ja, aber wir sind ja auch zu zweit, ne? Dann ist es nochmal ein bisschen einfacher, das zu spielen, finde ich. Auch wenn ich mich oft erschrecke, wenn Eva schreit, aber... Kannst du das nach vorne ziehen, dass wir da lang können? Oder ja, warte, wir da lang? Warte. Okay. Ja, warte. Ich kann ja mal gucken. Wahrscheinlich ist da rechts irgendwas, dass ich das da aufstoßen muss oder so. Ich weiß es nicht. Ach so, meinst du? Aua, das Knirschroll. Ah, oder ich muss das eben ganz wegziehen und ja, dann ist da eine Notiz. Nämlich. Ja, stimmt.
aber sowas von. Ja. Aber das stört mich so erst gar nicht. Rechts neben euch war die Weiche. Ah ja, wir müssen die Weiche umstellen, damit wir das nach rechts schieben können. Aber dann können wir erstmal rechts in den Gang reingehen. Ja. Ach so. Heißt, ich wusste gar nicht, dass das Weiche heißt. Nee? Nee. Dass das dann umgestellt wird dann. Ja. So, warte, ich guck mal kurz hier. Oder müssen wir das ganz reinschieben? Nee, nur, dass wir da vorbeikommen. Ah, okay, weil da ja auch noch irgendwas war. Ja, darum weiß ich nicht, aber egal. Soll ich erst rechts oder... I want you to tell me. Vielleicht müssen wir auch erst rechts eben runter. Ja, das wird, weil da was gewesen wäre. Wir sind den Gang nicht ganz durchgegangen. Ja, warte, dann stelle ich das eben nochmal wieder um. Mir stört es am meisten in solchen Spielen, dass ich mich nicht wehren kann. Ja, ich auch, ey. Ja. Ich will auch immer eine Waffe haben, ne? Was ja. bedeutet, dass mich das am meisten fertig macht, mit einer Cam durch die Gegend zu eiern, wo vielleicht noch die Batterie leer... oh ja, apropos Batterie, ich frage mal eben. leer wird. Ach ja, die Taschenlampe habe ich vergessen. Ich brauche so etwas, womit ich wenigstens zuschlagen oder am besten schießen kann. Ja, also ich eigentlich auch. Ich ärgere mich dann immer. Ich würde die ein bisschen alle verkloppen hier, die Monster und so. Und Bunze sagt, dass er mit Zügen arbeitet und deswegen weiß er das mit der Weiche. Ah, okay. Ja, ich kannte das Wort. Und so immer gut Fachmänner hier zu haben. Oh ja. Ja, das ist echt gut. Und dann haben wir Fachmänner hier am Start. So, schieben wir das den Wagen da nochmal hin. Immer gerne. Okay, reicht glaube ich schon. So, dann gucken wir mal, ob da noch irgendwas liegt. Ah, okay, ist einfach nur eine Tür, die zu ist. Nee, doch nicht. Oh, da ist aber was. Ein Verband, haben wir aber noch genug. Schränke. Und sonst nichts. Schade. Okay. Na gut. Aber naja, hätte nur eine Notiz sein können. Ja, dann wissen wir es auf jeden Fall, dass wir nichts verpasst haben. Genau das ist der Grund, warum ich solche Games nicht spielen kann, wobei ich mich noch über Alien Isolation irgendwann auch noch ran möchte. Ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht, habe ich jetzt noch gar nicht aufgelistet in dieser, was wir als nächstes spielen, das habe ich komplett vergessen. Alien Isolation. Das wurde auch vorgeschlagen, dass wir das spielen sollen. Ja, das können wir gerne noch spielen. Das soll auch sehr schreckhafte Momente geben und so. So. Ups. Oh, da ist schon wieder was. Dann gehe ich erstmal hier mal gucken. Ja, Krabbel. Der Krabbel! Oh! Hä? Stürzt das ein? Weiß ich nicht. Ja, stürzt hinter mir ein. Als ob ich jetzt sowas ausgelöst habe, ey. Ich dachte ehrlich gesagt, da kommt einer durch den Boden. Ach so. Das sah so aus. Aber ich glaube, das war nur dein Arm. Ja. Alien Isolation war wirklich gut sein. Kennt ihr den Alien, die Alien-Filme? Ich glaube, ich habe mal einen gesehen, aber so gut kenne ich die gar nicht. Kennst du die, Eva? Kennst du diese Alien-Filme? Nee, kenne ich nicht. Aber ich kenne Dead Space. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen daran. Das Spiel. Das habe ich früher wohl gespielt. Oha, da stürzt alles ein. Ja. So, nein, er wieder. Jetzt sind wir gleich wieder in der Schule. Meinst du? Also es verschwimmt ja gerade. Das sind ja die Stimmen aus der Schule. Aber wir sind noch da. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, wetten, dass jetzt wieder was abgefuckt ist. Wie mit Babys oder so. Hm, in den Skelett. Die Alien-Filme sind super, vor allem die alten. Ja, Resident Evil Village liegt gerade vorne bei der Umfrage auf Discord, ne? Bei den Selbstbestimmungen. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Im Musikzimmer treffen? Vielleicht müssen wir das merken, uns merken, weil wir irgendwann nochmal in der Schule sind und dass wir dann ins Musikzimmer ein bisschen zu Jessica. Ja, ja. Neuere Filme gibt's schon. Alles. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, schaut euch wirklich mal. Achso, erst die Filme anschauen. Oh. Das spielst du gerade Jägerkiller? Ja. Ich habe das tatsächlich schon durchgespielt, also privat, aber Eva spielt das dann. Aha. Ja, musst du.
Oh. Du musst das spielen, nein, weil ich kenne das ja schon und ich darf nichts sagen. Aber Tomke? Ja? Kannst du das nicht trotzdem spielen und ich reagiere einfach darauf? Aber du spielst bitte auch, du kannst im Schloss spielen, bitte spiel im Schloss. Was für ein Schloss? Ich dachte, das ist egal. Du, ja, aber du musst im Schloss spielen, mehr sage ich nicht. Okay. Bitte, nur im Schloss. Nur das Schloss. Das musst du spielen, das ist aber das heißt, dass da viele Jumpscares sind irgendwie und Verfolgungsjagd. Ach, oh, ich komme da gerade ja her, warum sagt denn keiner was? Ich bin voll verwirrt. Be careful, little. Convenant war der letzte mit 17. So, wenn ich weiß, wird aber noch eine kommen, die nächsten Jahre. Nee, Eva, du kannst auch mal spielen. Oh, nö! Kann ich nicht. Oh, nee, so Last of Us sind Klicker und Zombies, die man töten und abschießen muss. Nee, das kann ich auch nicht spielen. Das muss Tomke auch machen. Dann muss ich das spielen. Ja. Scheiße, was kannte ich denn spielen? Ich spiele Cuphead. Ja, Cuphead. Und Animal Crossing. Und Animal Crossing. Komm, angeln wir. Wir sammeln die Sachen fürs Museum. Da sehe ich mich. Das Schloss. Jetzt drück dich nicht, Eva. Wir Eva, ein bisschen Eva schreckhaft. Spielt Resident Evil 7 und 8. Was sagt er? Oha, das klingt wie... mehrere Sprachen. Das klingt wie Harry Potter, diese Schlangensprache. We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. Ach, das ist der uns abgeleckt hat. See your true ist das diese Frau? Oh ja, your das sie, die uns abgeleckt hat. Burn this world. Where's Lynn? Du, ich glaube, für Twitch ist es okay, das zu zeigen. Vielleicht. Ja, die Spiele sind zugelassen. Aber auf YouTube müssen wir es, glaube ich, zensieren. Oh. Okay. Welcome, also, her, infant lord. Naked, hiding nothing. Also, ab 18. Hä, kann ich nicht weg? Ich glaube, die wollen uns jetzt ausprobieren. Ich lege diese Maske hier. I show my true face. Show me. Show me your true face. Sie macht uns zu einem Astmann? Ich kann nichts machen. Oh, eine Astkönigin. Kriegen wir jetzt auch so eine Astkrone? Komm, ich hab schon immer gewusst, dass wir eine Prinzessin sind. Ja. Hä? Wo ist? Ja. Wow, Eva, Alter, ich hab einen Genitus. Alter Schwede. Das war der übelste Schrei. So krass war der noch nie. Oh mein Gott, oder? Weiß ich gar nicht. Die hat mich mit einem Messer gehauen. Ja. Oh, okay, es geht wieder. Aber ich hab grad echt so, wie, als wenn. Du kennst diese Blendgranaten, ne? Ja. Als, so hast du das für mich gerade angehört. Du musst deine Kopfhörer aufbehalten. Das ist auch ein Schutz für dich. Ja. Es tut mir so leid. Ich bin eingeschlossen. Achso, du meinst die Prequel von Alien quasi. Ja, nee, wenn dann wirklich von Alien Teil 1 bis 4. Oh, Hilfe, ey. Ah, hier, Wielholz hat auch geschrieben, das Schloss ist von Nice in Resident Evil Village. Ja, oh. Siehst du. Dieser Schrei wird bei Resident Evil übertönt werden. Ja, hoffentlich. Eva, du musst das unbedingt spielen. Ach nö, aber dann... Ich bin ja da. Wenn du sagst, du kannst nicht mehr, dann gibst du mir den Controller. Ich kann nicht mehr. Nee, ja. Du musst schon Willen zeigen. Nein, Spaß, wir gucken mal. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich irgendwie bin ich... Ah, da. Anders. Okay. Oh. Witzen. Ja, erstmal Clip machen. Oh, das war echt ein lauter Schrei. Das war der Megaschrei. Ist gekommen. Nein. Frucht unserer Lust. Sag ich doch, das ist der Paarungshöhle. Christ, we deserve. What? Wo lang? Ja, erstmal. Ah, hier waren wir doch schon mal. Ah, nee, doch nicht. Da drunter? Wo? Versteck. Vielleicht können wir das ja vor die Tür schieben. Kannst du, glaube ich, tatsächlich. Aber ich glaube nur so, wenn du dich verbinden willst oder ja, so. Ja, ich glaube, ich muss weiterlaufen. Ja. Da, du, da. Da runter oder so. Ja, das. Oh, da liegt eine Batterie. Ich glaube, die ist auch hier irgendwo. Ha, Eva muss einfach was essen, dann kann sie nicht schreien, das Schreien unterdrücken.
Geht leider nicht. Eva voll angespannt. Tomke haut Türen auf. Eva muss einfach was essen, dann kann sie das Schreien unterdrücken. Ja. Ich glaube nicht. Vor allem, wenn ich spiele. Ja. Jetzt habe ich ja noch so die Möglichkeit, ab und zu mal meine Beine hochzunehmen und mich wie so ein Embryo auf den Stuhl zu setzen. Ja, das gibt aber dir wohl. Aber das kann ich nicht, wenn ich spiele. Was mache ich denn dann? Ich schmeiße den Controller weg. Oh, ja, das könnte vielleicht sogar echt passieren. Denn da baue ich dir so einen Schuhkarton, wo deine Hände reinkommen. Und das womit? Oh, oh. Oh, oh, oh. Shit. Oh Gott, kannst du nicht ducken? Ich glaube, das ist eine Sackgasse, Mann. Ducken. Unter Wasser? Ja, und dann runter. Oh, ja. Da kannst du, glaube ich, unten durch. Oh. Da links gleich. Dann nach links dann. Oha, wie hast du das denn gesehen? Das weiß ich nicht. Da konnte man, glaube ich, durch. Da? Nee, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Boah, ich sehe nichts, Mann. Wie siehst du das denn alles? Konnte man da durch? Irgendwo konnte man. Vielleicht sah das auch nur so aus. Ich ertrink gleich, oder? Nee. Nee, wir haben es noch nicht mal einmal wehgetan. Dreimal tut man sich weh. Und dann. Genau. Glaube ich, oder? War das nicht dreimal? Boah, ey, ich will auftauchen. Ah, okay. Ich habe jetzt einen Schalter gedrückt, aber wofür? Weiß ich nicht. Aber das ist irgendwie Strom an. Das ist ziemlich creepy. Mit dem ganzen Wasser hier. Ja. Eva ist die Manifestation von Backseat Gaming. Eva, du. Ich kann mich jetzt nicht heilen. Oh, ich kann mich jetzt nicht heilen. Da waren wir, das ist der Schatten, den wir umgelegt haben. Guck dich einfach wieder. Oder vorbei. Ja. Da muss ich rein. Ja. Da kann man nämlich her. Ja. Ich finde das immer so süß, wie du mich anfeuerst. Oder das Spiel eigentlich. Nein, hör dich an. Oh. Bei Eva ist das Zuckerbrot und Peitsche. So, also du bist dann so, ja, Tomke, gut. Und dann beim nächsten Mal so. Nein, Tomke, da lang. Halt, stopp, nicht rennen. Hau die Tür nicht so auf, Tomke. Ja. Danger. Unsafe mine. Do not pass beyond the. Ja, okay, alles klar. Als ob das hinter uns sicherer wäre. Mit dieser Frau da mit dem Messer. Ich glaube, die meinen das Stück da. Ja, ich weiß. Ach so, ja. Oh, da liegt noch was. Ah, schade. Ich dachte, das kann man auch machen. Hä, wo muss ich denn hin jetzt? Das wegschieben? Kannst du das wegschieben? Mm-mm. Dann musst du vielleicht da einfach nur raus wieder. Woanders hin. Oh ja, okay, ich muss da wieder rein. Ich muss was anderes finden. Ah, geh da rein in den Schrank! Warte, hat die mich gesehen? Weiter! Die hat mich nicht gesehen. Ich glaube wohl, die hat sich so geduckt. Sie kommt! Ja. Okay, jetzt kannst du die Kamera Licht ausmachen. Ja. Oder? Ja. Oh, kannst du mir noch einen Cola Light geben? Ich hab voll Durst und mein Energy ist leer. Danke. Kannst du die andere haben? Sie ist im Raum. Warte, ich muss mal kurz das Nachtsicht an. Oh ne, sie sieht eh nichts. Darf ich die haben? Vergesst auch nicht zu trinken. Trinken ist wichtig. Wichtig für die Diurese. Ja. Die Counterliste hat sich wirklich gelohnt bisher. Echt? Wie viele sind das denn bisher? Also von der. Also du hast ja später angefangen, aber ich würde mich mal interessieren, weil ich glaube, Eva hat in sonst keiner Folge so viel geschrien wie heute. Also das ist echt. Bist du rausgegangen? Ja. Oh mein Gott, ich dachte, sie hat einen Schrank aufgemacht. Oh nee, ein Glück nicht. Oh nee, ein Glück. Ja. Tomkes Emotion. Ja. Oh nee, ein Glück nicht. Ich kann da nichts für. Kann ich da nicht irgendwie rumdrücken? Tomke ist ja zweimal so und ich bin gerade bei 17. 17? Und ich nur zweimal bis jetzt? Krass. Wow. Zweimal so Wow. Immerhin hat eine Fackel dabei, dann können wir immer sehen, wo sie ist. Nein, sie kommt! Oh mein Gott! Ich weiß leider nicht, wo ich hin muss, das ist das Problem. Ich auch nicht. Oh, in den Schrank geguckt. Scheiße. Dann hoffentlich nicht in meinen Schrank.
Nee, sie geht wieder weg. Okay. Man kann die Tür auch verriegeln. Cool. Gut zu wissen. Kannst du, nee, da drunter durchkriechen kannst du auch nicht, ne? Da müssen wir wirklich da irgendwie einen anderen Weg finden. Aber da war, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe auf jeden Fall irgendwelche Schalter gedrückt. Da, wo geht sie denn hin? Mach mal das Licht aus. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Wollen wir hinterher gehen? Ja. Aber ganz langsam. Und wenn sie kommt, duck dich einfach. Ja. Weil dann bist du ja unter Wasser, da bist du ja aufgesteckt. Oh, machst du gut. Oh, sie dreht sich um. Kannst du unterducken? Guck mal, warte, ich hab eine Idee. Hast du gesehen, dass man da drunter durch konnte? Ja, ich muss mich hier jetzt tauchen, bis sie weg ist. Und dann, wenn sie da ist, dann gehe ich da hin. Weißt du? Ja. Ja, ne? Ja. Wenn ich sie nicht sehe, sieht sie mich auch nicht. Hey, das ist so. Ich glaube, sie geht da decken, weil jetzt sehen wir noch kein Licht. Ich glaube, dass wir noch mal kurz Luft holt, solange sie noch nicht da ist. Jetzt kommt sie, glaube ich, gleich. Was mache ich denn hier? Auf jeden Fall war da ja so eine Dings, wo man drunter konnte, ne? Da. Oh, ich glaube, das geht aber dann nur in diesem Raum. Da. Und das meinte ich vorhin auch. So, lass das Stream mal laufen und zock mal selber. Viel Spaß und so. Okay. Ja. Hat sie dich verloren? Ja. Oh, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Oder zumindest. Oh. Ah, nee, da kamen wir her. Ja, und was ist da? Ja, oder? Nee. Scheiße. Warte, so. Da kommen wir her, oder was? Nee. Da können wir nicht durch. Ich höre sie. Ja, viel Spaß beim Zocken, Bunz. So. Tut mir leid. Bin ziemlich. Aber Eva hat ja schon was gesagt, ne? Okay. Nicht ganz einfach. Ich gehe mal nach meinem Instinkt nach, okay? Ah nee, da komme ich her, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ja alles immer so ein bisschen ein Kreis. Ja. Oh ja, das ist der Kreis, ne? Oder? Das ist ein neuer Gang. Das sieht alles so gleich aus. Ja. Oh ja, da komme ich her. Okay. Okay, okay. Warte, ich habe mich schon ein bisschen orientiert jetzt. Warte. Wir müssen aber ein bisschen hin und her laufen. Mhm. Oh, gut. Gut gemacht. Da ist sie, ne? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ja! Gut! Ja. Sehr gut, jetzt hüpfen. Oh, springen, ne? Ja. Eins, zwei. Ja. Ups, aua. Ich wäre schon runtergefallen. Danke. Hm? Gerne. Ach Leute, das ist ja nervenaufreibend. Ich finde das, also Outlast 1 finde ich auch schlimm und so, ne? Ich habe auch viele Rezensionen, also wir haben es jetzt noch nicht durch, ne? Ich will eigentlich noch nichts sagen, aber ich finde, hier sind auch echt krasse Schreckmomente bei. Oh, was ist da denn? Da war das Baby, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Oh. So, aber ich gucke erstmal hier wieder, oder? Ja. Erstmal da. Ja. Oh ja, hier. Batterie, das braucht man immer. Ja. Und was ist hier so? Was zum Verstecken? Ich glaube, da kann man sich nur verstecken. Ja. Okay, dann gehen wir mal wieder.
Oh, ich glaube, hier ist irgendwas reingekommen oder so gerade. Nee, doch nicht. Oh. Hier ist wieder so ein, eine Weiche? Ja, ich glaube, damit können wir das durchmachen. Can't keep a secret. Boah, ich bin erschrocken. Ja. Nee. Okay. Oh, Verband. Können wir uns den Helm aufsetzen? Das ist ja cool, ne? Ja. Oh, krass, ey. Krass, so, krass, so. Also müssen wir was mit der Weiche machen? Habe ich gerade schon. Ich habe die so gestellt, dass der dahin gefahren ist. Also hier so. Aber der hat das irgendwie nicht durchgeschlagen. Durchkriechen können wir auch nicht. Warte, ich versuch's mal. Ich schieb das mal eben zurück. Aber vielleicht musst du auch mit aller Wucht dagegen donnern. Ich weiß es nicht. Da können wir, glaube ich, drunter kriechen, wenn du die Weiche umstellst vorher und das dann nach rechts und dann. Oder doch nicht. Ah ja. Ja, genau. Von ganz weit oben. Ja, 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 ja. Ich glaube, das reicht. Warte. Und jetzt. Los. Gut gemacht. Oh, was ist jetzt denn los? Ja. Hey! Du hast dich voll ausgetrickst, weil du dich einmal umgedreht hast und dann war der hinter dir und dann konntest du dich wieder umdrehen und dann konntest du da durch. Das war voll klug. Echt? Ja. Aber das habe ich unterbewusst gemacht. Aber das hat geklappt. Okay. Oh, da ist eine Leiter. Wow. Okay. Oh, da ist eine Leiter. Oh. Das ist ekelig, wenn man irgendwo runtergeht, wo man nicht hin will eigentlich. Aber wir wollen da ja hin. Oh, oh. Was? Weiß ich nicht. Oh. Aber er hat geschrien. Da hat irgendjemand geatmet. Ja, der hat so wah, gemacht. Ah, guck mal, da ist einfach so ein Stromkabel. Und stell dir mal vor, dass da ist irgendwo ein Riss drin, dann stirbt man ja sofort. Wenn man hier Elektro-Dings kriegt. Schock. Da sind schon... Was steht da? 800 Feet, ja. Ja. Ah, Danger. Das ist wieder dieser Unsafe-Spot. Ah. God doesn't love you. Not like I do. Oh, das ist wieder diese Frau, ne? Ja. Da ist sie! Oh. Runter! Was? Kriechen, ach so, ich wusste gar nicht, dass da was ist. Die kriegt uns hinterher, Tomki. Ja. Das ist eine Tropfsteinhöhle. Go, schneller, Mann! Alter, wie sie hinter uns herkriegt. Mach lang. Reißt jetzt ihre komische Krone vom Kopf. Ja. Irgendwie erinnern die mich von SpongeBob. Kann er sie jetzt nicht treten? Die Seegurke, diese Krone. Ja, stimmt! Kann er rennen? Los, renn! Warum rennt er denn nicht? Ich glaube, er ist immer noch halb am Kriechen so. Ja. Blake ist so langsam. Ja, ist echt so. Du hast immer, bist immer oh, so... Mann. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, ja, geht ja, dann weg. Geh da weg, Mädchen! Oh. Oh. Ich konnte da nicht durchrennen, ja, das weiß. Ist unfair. Ich war zu langsam, unfair. Aber er war auch langsam. Das liegt an Blake. So. Oh, jetzt müssen wir das schon wieder machen. God, jetzt springt sie da eben gleich links runter und wir müssen like runterkriechen. Ja. Ja. Okay, okay. Diesmal klappt's. Oder... Nee, du musst rechts abbiegen. Ja, genau. Also, ja, genau. Der soll noch du mal bist aber erst links lang. Ja, der soll sich mal nicht so anstellen. Andere verlieren Finger, Blake wurde nur gekreuzigt. Miles konnte wenigstens vernünftig rennen. Ja. Ist so. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Und Miles hat auch nicht immer so krass rumgeheult. Er meinte, ich muss hier raus, ich muss hier raus, aber... Er hat's getan. Jetzt rechts. Ja. Runter, glaube ich. Oder rechts lang. Rechts rein. Ja. Wow. Weiter. Ja, ich mach doch. Ach so. Okay. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Du hängst, glaube ich, fest. Los. Renn schneller, Mann. Wow.
Du bist im Wasser. Weiter. Ah. Oh. Kannst du nachladen? Ja. Und mich heilen, bitte. Ja, einen Moment, bitte. Bitte. Einen Moment, bitte, die Dame. Miles könnte wenigstens... Ja, er taucht wieder auf. Was ist mit ihm eigentlich? Ist mein Controller irgendwie kaputt oder was? So, warte. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. So. So. Jetzt. Jetzt hab ich's. Wundervoll. Time out. Ah! Sie ist runtergesprungen. Ja. Sie ist im Wasser. Oder irgendwelche anderen Dinger. Ja, ich würde auch dahin gehen, wo Licht ist. Aber ich weiß nicht, der geht, glaube ich, nicht weiter, ne? Oh, doch. Doch. Geht. Renn doch mal. Ja, der hat wieder einen Herzanfall. Alles zu hart hier. Kann das wieder im Wasser. Da ist eine Leiter. Oh. Wann will ich denn endlich mal aus diesem Astnest raus hier? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es heute werden. Oh, die ist oben. Uiuiui. Ich muss mich ablenken. Wir singen das Spiel in Tonka. Ja, als Beruhigung, ne? Ja. Zur Beruhigung. Oh, nicht wieder balancieren. Ah, ich schaff's. Balanciert. Und jetzt? Hast du da hoch. Wieder balancieren? Nee. Doch, ich glaube wohl, oder? Ah, da. Ja? Oder? Hm. Ich glaube, da war richtig, wo du erst lang wolltest. Oder nicht? Nee. Hm. Können wir irgendwo anders hoch? Wenn du da und dann jetzt dich umdrehst und da hochguckst, über dir, kommst du da ein Stück zur Wand noch gehst, weißt du? Da. Oder da, ja. Und springen. Das bricht doch jetzt ab. Okay. Kommt da was? Ja. Nö. Boah, die Mine ist echt groß, muss ich sagen. Ist da nix? Nee. Da können wir nicht drüber krabbeln, ne? Warte. Da liegt noch was. Nee. Okay. Nee, da ist nichts. Nee. Eine andere Seite. War nur der Verband da. Ja. Dann müssen wir andere Seite vielleicht mal runter. Das geht ganz schön tief, ne? Ja, wenn ich da runterfall, bin ich tot. Ja. Oh, und dann da balancieren. Das ist echt viel balancieren. So, jetzt sind wir richtig. Ich will mal Lynn finden. Oh, ich dachte, ich kann da hoch. Oh Mann, oh Mann. Da oh, eine was. Notiz. Ja. Oh, noch ein Kapitel, Eva. Worum geht's diesmal? Und Gott sprach durch den Mund Ezekiels, dass seine Ohren bluteten, seine Zähne knirschten und Samen seine erregten Lenden verließ und seine Worte waren das Blut Jesu. Und dieses Blut war ein Fluss, der das faule Holz der Bäume heilte, aus denen die sieben Nationen entsprangen. Beim Blut des Lammes, das spinnenäugige Lamm, wird auf ewig fallen. Und wer verbleibt, wird kein Licht brauchen, weder Kerze noch elektrische Flamme, denn Sicht sei ewige Morgenröte. Versteckt nicht meine Prophezeiung und schreibt sie nieder, Wort für Wort, euer ganzes Leben. Denn ich bin wie ihr ein Diener und der Prophet unter euren Brüdern und Vater und als Hirte sage ich nur dies. Gott wird euch entlohnen. Seid ihr schmutzig, seid ihr gerecht, seid ihr ungerecht, seid ihr gekleidet in Scham oder in Ruhm. Gott wird euch entsprechend ficken und dies sei eure Belohnung. Wir alle sind das A und das O und Ezekiel der Erste von allen und du wirst den Baum des Lebens besteigen oder an ihm gekreuzigt.
Nur die Auserwählten des Herrn werden Schutz finden in Tempelgate, denn im Rest der Welt sind die Huren und Mörder und Götzenverehrer, Pharisäer, Zöllner, Lästerer, Steuersammler und Tyrannen. Und die Engel sprechen, Gott wandte sich den Menschen ab, bis sein Sohn Jesus Christus kam und vor euch Zeugnis ablegte. Jesus Christus wandte sich den Menschen ab, bis sein Prophet Sullivan kam und vor euch Zeugnis ablegte. Und jedes Wort des Propheten ist wahr, denn es steht in diesem Buch und dieses Buch ist die Wahrheit. Ihr sollt dies bezeugen und in euch sei das Buch des Lebens und ihr sollt in dieser heiligen Stadt leben. Und ihr sollt sagen, komm schnell, Offenbarung, selbst in meinem Leid, selbst im Tod meiner Kinder, komm her und gib mir Paradies. Die Gnade des Herrn und seines Propheten Sullivan Knopfs sei mit euch. Amen. Guck mal, warte. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Oha, wir sind fast fertig, glaube ich. Ja? Sieht so aus. Also sind nicht mehr viele Notizen, die wir brauchen. Okay. Do not pass. Ja. Dann gehen wir da oben lang. Oh. Warte. Ich hör mal, genau. Ui. Oh nein. Der Sandmann. Der Sandmann. Nein, nicht meine Kamera. Oh, immer wird uns die Kamera weggenommen, Outlast. Stimmt. Bussi. Ist sie da lang gelaufen? Weiß ich nicht. Warum hat er so viel Angst jetzt? Ja, wir sehen nichts. Was machen die da? Ich sagte doch, das ist ein Paarungsbunker, Mann. Ich hatte recht. Ja. Alter. My God. Lynn! Alter. Die hängt da hinten, glaube ich. Hä, wie konnte ich das denn wissen? Oh nein. Wie? Wir machen alles Nusu. Wie viele Stellungen sind die Patrick? Hat Lynn noch Beine? Es sah aus, als hätte Lynn keine Beine mehr. Ich glaube, sie will mit uns Paarung durchführen. Oh nein, bitte Lynn, was macht die? Ja, dicke, fette Party. I'm beating you. Get off. Geh mal runter jetzt. Get off me. Oh, you have to tell me. War die böse zu uns? Off of me. Not unless you answer. No. Oh, ja. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Was heißt pushover? Das schwächt den Center, glaube ich, gerade. Ach so. Oh. Wow. Ja, dann geh doch vor. Hä? Ich? Nee, sie eigentlich, so, oder nicht? Ja. Weil. Oder. Aber okay, dann. Ja. Ich kann gar nicht in eine spezielle Richtung gehen. Die geht automatisch. Du läufst einfach nur und sie sagt ja, und die lang. Macht okay. Lang. I don't know why you have to be so precious about it. Did ich Lynn bin ask you Groot. To ask me? Was? I asked first. Ich oh, ist bin Groot. Ach so. Nerd. Eine Orgie. Ja, hä, als ob ich das gewusst hätte. Ich habe ja immer gesagt, das ist der Paarungsplatz und dann haben die ja wirklich eine Orgie gemacht. She said to ask, didn't she? Maybe. Was I don't know. Sie hat gesagt? I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Die ärgern sich die ganze Zeit gegenseitig irgendwie und ziehen sich gegenseitig auf, glaube ich. Nein, wir gehen echt lange. Mhm.
Oh, da sind wir bald schon gewesen in der Schule. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Die Schule ist aber trotzdem creepy. Und sie auch. Ja. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilch. We stayed after school for a journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Ein böser Pastor. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Freunde. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Yeah. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Ja, missbraucht die bestimmt. Ja. Wieder rein. Ich muss sie retten. Oh, guck mal, wie klein ist diese Babyschritte. Wir machen Trippel, Trippel, Trippel. Ja, guck mal. Hey, wir sehen voll aus wie... Alter, der Hüftschwung. Geh dich mal rechts und links. Guck dich so an. Ja. Das kann er ja. Der Pedo. Der eine hat so ausgesehen wie Groot. Ich bin halt so schlau, dass ich es eingetippt habe, aber nicht auf Enter gedrückt. Die Sau. Der Pedo. Geh nicht, Blake! Ja. Ich kann leider nichts tun. Aber wie süße Schritte der macht. Ja. Danke, Medane. Jetzt haben wir keine Kamera. So wie gerade in dem Moment. Ich kann echt nichts... Ja, stimmt. Ich kann aber gerade echt nichts machen. Also da ja sowieso nicht. Aber können wir rumgehen? Ich kann da ja nicht durch die Tür. Da ganz hinten? Ja. Ach so, da warst du auch schon? Ja. Oh. Ich kann gerne nochmal den ganzen Weg zurückgehen, aber... Oh. Ich kann da leider nicht durch. Ich dachte, du warst nur in den Räumen direkt da nebenan. Da sind die drin. Genau, Musikglas und hier. Da kann ich nicht durch. Ah, ach so, okay. Ich meinte, ich dachte, die Tür wäre die, wo wir vor sind. Ja, und hier kann ich auch nichts so durch. Nee, ich muss in den Ausgang. Ich war verwirrt. Also, und die Tür da hinten, hast du die probiert? Wo hinten? Die, rechts, links. Da, die Glastür ganz hinten. Ja, da muss ich hin. Ah ja, okay. Ich dachte nämlich, dass du in die andere Richtung musst und da kommst du her, weißt du? Ja, und hier kann ich aber nichts machen, glaube ich. Nee. Die Schritte erinnern mich voll an Horror-Games mit Puppen. Ich mag keine Puppen in Horror-Games. Wah! Oh. Das ist auch ein Eierschrank. Kannst du jetzt wieder dahin rennen? Zu ihr? Ja, würde ich gerne. Ich kann es ja versuchen. Aber ich glaube, das war nur... Miles hätte die Kamera draufgehalten. Oh Gott, ja. Wahrscheinlich. Ja, ich gehe hin. Oh ja. Ja, ja. Miles wäre nicht gegangen. Miles hätte... Achso. Er hat die Kamera drauf gehabt. Stop! Oh Gott. Und jetzt bin ich gleich bei Lynn. Oh, bestimmt. Ja, vielleicht. Oh. I don't know what you think you saw. Oh.
Okay, ich hätte dann hingehen sollen. Boah, ich dachte gerade, hier ist was. Ja, ja, ist ja gut, Mann. Kann ich nicht einmal einen Moment chillen hier, Mann? Okay. Ich hab nicht meine Kamera, aber ich sehe. Immer zum Licht rennen. Ja, was? Was? Rennen! Warum bleibt da manchmal einfach so stehen? Hä? Ich sehe ja gar nichts. Oh, ey, das. Ja, hä? Hä? Ja, entschuldige bitte, ich hab keine Kamera, Mann. Hä? Doch? Hä? Wo hab ich die denn auf einmal her? Hä? Oh nee, da geht's nicht. Oh. Oh, scheiße. Ja, okay, jetzt müssen wir das in die Kamera. Stimmt, wollte sie die Treppen hochrennen und als sie sie gepackt hat, ist sie die Treppe runtergestürzt. Ja, genau, und dabei hat sie sich dann das Genick gebrochen und war dann dead. Wegrennen, ja. Ja, hätte ich es mal eher gewusst, dass ich eine Kamera habe. Ich dachte, die hat uns die weggenommen. Dachte ich auch. Oh, nee. Warum bin ich eigentlich immer so im Rage-Modus? So. Keine Ahnung, Rage-Modus ist so gut. Ja. Ja. Jetzt gerade. Aber wo ist Lynn denn jetzt? Weiß ich nicht. Ein bisschen schneller, mein Freund. Los. Er kann nicht mehr. Wenn man unter Adrenalin steht, dann kann man nicht. Ja, eigentlich schon. Vielleicht habt ihr was Verrücktes mit der gemacht und dabei die Cam abgezogen. Ja, kann sein. Stimmt. In dem Traum, dass wir das nebenbei gemacht haben. Das kann natürlich gut möglich sein, ja. Fuck! Fuck! Wir haben ja immer dann so Blackouts, was gerade in der echten Welt ist. Ja. Oh, Lynn. Du bist echt schwanger. Ja. How? Und wie schnell ist das gewachsen? I don't want to die here. Wie schnell ist der Bauch gewachsen? Ja. I won't. I won't let them kill you. Vor allem, das ist ja gar nicht unser Kind eigentlich. Ja. Oh, jetzt habe ich sie auch an der Hand. Oh nein. Oh nein, gleich passiert irgendwas Schlimmes. Ich glaube, ich muss da über diesen Ast drüber. Ja, aber manchmal, wenn ich das verliere, ja, das dann stimmt. Bricht das wieder ab. Ja. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. Oh, ich bin da ein Erwachsenen. Oh. Oh Gott. Ja. Und gleich schlüpft ein Xenomorph aus eurem Brustkorb. Ich kann mit ihr gar nicht über Äste gehen. Ich muss da drum zulaufen. Oder so. Ah, hier. Hä? Oh, was leuchtet das rot? Sonne? Ich glaube, ich muss hier nicht lang. Okay. Aber da ist so ein Ast, ich komme da nicht drüber mit ihr. Vielleicht kommst du da irgendwie anders dran vorbei. Ja. Mit ihr drunter durchkriegen geht echt nicht und auch nicht weiter rechts. War ich ja ganz rechts. Ach so, warst du schon. Kannst du dich, also kannst du nicht B drücken, wenn du mit sie. Ich kann nichts machen, nur laufen. Komisch. Da kommen wir her. Ja. Oh, die Wege sind manchmal echt so. Ah, vielleicht da lang. Ist auch eine Option, ne? Ja. Ja. Boah. Krasser Sturm.
Aber wie bitte, was ist jetzt unser Plan? Wo gehen wollen wir denn hin? Die sind ja doch alle bei der Walla. Ja. So schnell wie das wächst, kann das auf jeden Moment bald sein. Ja. Oh, oh, was ist das? Hier waren wir, das ist das Dorf. War das nicht das, wo wir drüber geklettert sind? Ja. Mit dieser komischen Martha? Ja, da, ne, ja, so ähnlich, ne? Ja. Zumindest ist es als da so ungefähr ja die Gegend. Ja. Also jetzt da, hier unten. Oh ja, doch, die kriegt ihr Baby gleich. Too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Oh shit. Shit. You okay? I'm coming down. Oh god. I'm sorry. Schrei des Todes. Oh. Ja. Wo ist sie denn? Ach, sie ist auch noch an mir. Ich muss mich hinlegen. Hier, da ist ein Bett. Eine wunderschöne Matratze. Ach, krass, ey, unter solchen Umständen ein Kind kriegen, ey. Ich glaube, das ist, sehr schlimm. Oh, kann ich die Astmenschen nicht einmal überlassen? Oh nee, das ist Martha, ne? Ja. Oh, ey. Das Baby nicht haben. Ey, das Baby fällt gleich raus, ey. Mann. Es gibt schon Frauen, die haben Kinder auf einer Toilette bekommen. Auf einer Toilette, ja. Weil die nicht wussten, dass sie schwanger sind. Das kommt öfter vor, ne? What the fuck? I think something's wrong. WTF. Hello there. It hurts too much. Achso. Er ist wohl nicht der Klügste. Wieso geht er nicht als erstes rein und dann springt sie auf ihn? Ach so, ja, das habe ich auch gedacht, stimmt. Dass er das macht. Dass er als erstes noch und dann sie fängt. Ja. Der ist ein bisschen verkehrt. Man guckt die einfach zu, wie sie fällt. Ja. Aber, und sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig. Ja, ich müsste einen Erwachsenen finden, ja. Ja, genau. Da fühlt man sich ja gleich sicher. Shit! Oh, wohin? Kann ich's machen? Los, mach doch was! Oh, wie hat sich einfach nur hinlegt. Jetzt kommt wieder der Blitz, ja. Sie hebt ihn hoch und dann kriegt sie den Blitz an. Oder ein Schwert vom Himmel? Das erinnert mich an hier, was wir geguckt haben vorhin. Oh ja, das sind ja auch einfach Schwerter. Fuck you! Fuck your god! Aha, ja, die spricht's mal aus. Können wir durch das Loch, was sie eingebrochen hat, oder wollen wir da nicht hin? Geht nicht, wir passen da zusammen nicht durch. Wir passen da nicht durch. Blake! Martha will nur die Tante werden. Und was will Martha nur? Die Tante werden. Sie will bloß die Hebamme sein. Ja. Da will man ja gerne entbinden, wenn man diese Martha sieht. Ja. Mega. Vor allem mit ihrem Werkzeug. Sie sieht ziemlich fähig aus. Ja, Saugglocke und so, ne? Noch ein kleines bisschen. Aber Schreck und Gollum leben noch. Ja, die haben wir schon auch gleich noch. Oh, ich dachte gerade, da kamen sich beide. Blake. Ja, she's coming soon. Sie kommt bald. Also sie? Also sie hat gerade gesagt. Ja. We can take shelter. Ja, Kapelle. Was ist das doch noch? Ich glaube nicht, dass sie da schon sind. Aber ey, das ist echt so, als ob der Antichrist jetzt gleich. Das ist echt so, als wenn der Antichrist gleich geboren wird. Ich schau mir erst mal ein Video an. Der Antichrist, ja. Awesome child. Instead, Jess,
was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. Oh, wie eine kleine Schwester. None of this is my fault. Okay. Der hat ziemlich Schuldgefühle. Hätten wir nicht in irgendein Haus reingehen müssen? Eigentlich schon, aber es muss ja unbedingt in der Kapelle sein. Damit das ja passt. Ne? Antichrist und Kapelle und so. Come on, Lynn. Der Antichrist! Ja. Hauptsache, er filmt noch so. Oh, hier die Streckbank, da war ja auch mal so eine eklige Szene. Ja. Und er hängt da auch noch. Oh ja, aber die Frau ist weg. Oh shit! Shit, shit, shit! You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh God! Something's wrong. Just keep breathing. Feels like something's wrong. I know, baby, I know. You can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Okay. Fuck! Oh, God! Oh, God! Keep breathing! Yeah. It's just killing. Push! It's... Ah. Ah. Ja, oh, mal gucken. Oh, ist sie dead. Jetzt verblutet sie. Ja. Ja, ja. Das ist zu viel Blut. Jetzt kommt eigentlich noch die Nachgeburt. Irgendwie ist die Nabelschnur direkt abgerissen. Oh, Jesus Gott! Lynn! 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 ich glaube, das solltet ihr nicht auf Twitch auf im Video speichern, Fragezeichen. Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. Das arme Kind, we, ja. Like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Oh. I got you again. Oh nein. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours, I am powerless again. The child's too strong already. Too stark. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. Tja, sind wir alle Frauen jetzt still. God. Da kann man nicht weitermachen in seinen Orgien. Ja. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear. Wir müssen doch jetzt nicht noch das Baby töten, oder? But I expect the answers them. Yeah.
Ja, der kann auch gut schreien. Das ist okay. Aber ich will nicht... Boah, also wenn das Baby getötet werden muss, dann brechen wir ab. Dann spielen wir das nicht zu Ende. Ich glaube nicht, dass wir das töten müssen. Ah. Oh. Nö. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Mach mal Nachtsicht aus. Bin echt mal gespannt, was er dazu jetzt sagt. Oh. Priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Das sagt er irgendwie voll oft. Meine Schuld. Davon ist meine Schuld. Ich kann nicht mehr tun. Ja, gut, jetzt habe ich das Kind. Und jetzt ist ja der Sturm vorbei. Ich guck mal. Dann gehen wir mal raus. Alter, der hat aber auch echt viel mitgemacht jetzt, ne? Mhm. Also. Die ist Martha. Nein, Martha ist dead. Ja, da hängt jemand. Oder hin. Da hängen doch überall immer welche. Ja. Kann ja sein, dass es neu ist. Letzte Videoaufnahme. Outlast 2. Okay, da hängt zum Kreuz. Ein Thron ist hier sogar. Ich soll den König auf den Thron setzen. Kommen wir da nicht rein? Oh. No. No. Und wieder klein. Nein, nicht schon wieder das. Wieder Trippel. Ja, Tippelschritte. Ins Musikzimmer? Ja. Ich glaube, hier kann ich nichts mehr machen. Ich muss, glaube ich, jetzt ins Musikzimmer gehen. Hey, Blake. Try to find me. Over here. Dass wir nicht ablenken. Und doch muss ich. Hier ist ja gar kein Musikzimmer. Okay. Krass aber, ne? Mhm. Dann hat das Bild eine ganz andere Bedeutung wieder. This way, Blake. Hier lang. Oh. Ja, das ist echt traurig. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle,
more like thee. Oh, das war's. Boah. Krasses Ende, oder? Heftig. Ja, krass, das war's. Diese Musik ist auch extrem episch. Voll traurig eigentlich. Boah. Ja, es ist echt traurig. Das war jetzt heftig. Naja, aber so sieht eine Geburt aus. So sieht eine Geburt aus. Achso, ja, die Geburt, aber dass sie dann dabei stirbt. Das ist aber traurig, dass sie dabei stirbt und alles und so. Ja, ja, klar. Ach. Respekt, dass sie das durchgespielt hat. Boah, das war heftig jetzt. Aber das Baby musste nicht getötet werden. Also wir sind wahrscheinlich alle gestorben, weil das ist der Antichrist und dann ist die Sonne rot vom Himmel gefallen und so. Oder keine Ahnung, was in welchem Loop wir uns jetzt gerade befinden. Ja. Oder in welcher Psychose sich Blake befindet. Vielleicht ist er ja auch einfach nur einer von aus der Psychiatrie. Ja, das ist ja wegen den Traumsequenzen und so ein bisschen krass gewesen. Und auch mit dieser Religion da und so. Und die ganze Story, die hat ja quasi auf diesen Notizen basiert und ja, so. Ja, ja. Ich glaube, wenn man da so ein paar Notizen nicht findet oder so, dass man das gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja. Wir haben ja auch nicht alle jetzt gefunden, aber wir haben schon eine Menge gefilmt, ne? Ja, ich weiß nicht, also ich fand das krass. Ich fand es krasser auch als den ersten Teil. Ja, so. Also so schockierender irgendwie. Ja, so mehr Jagd und so. Ja, ne? Das andere war irgendwie, das erste war zwar auch gut so, aber das war, ich weiß nicht, das war dann so, jetzt ist gerade so eine Verfolgungsjagd-Szene und dann war wieder Pause und da konnte man das irgendwie aber gut aus, aber da war irgendwie nie... Ja, man konnte im ersten Teil das nicht so gut berechnen, doch besser berechnen. Ja, genau. Und beim zweiten war das so unberechenbar, wann man jetzt in Sicherheit ist und wann nicht. Da hatte ich irgendwie viel mehr Schiss. Ja, vor allem heute war auch echt eine heftige Folge. Ja. Aber Lynn hat nach der Geburt vom Baby gesagt, dass da nichts in seinen Armen ist, also war das Baby bloß ein... Ach, echt? Da ist nichts, hat sie gesagt. Stimmt. Sie hat gesagt, da ist nichts. Ja, stimmt. Ja, dann ist sie bestimmt irgendwie anders gestorben oder so. Ich weiß nicht. Also, es hat bestimmt noch irgendwie eine tiefe Bedeutung oder so. Aber ihr könnt ja auch mal sagen oder schreiben, wenn ihr wollt, was ihr denkt. So, was das zu bedeuten hat und so. Klar, aber war heftig. So, das war Outlast 2. Wir haben ja gerade noch viel dazu gesagt. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wir sind ziemlich fertig jetzt. Gebt gerne einen Daumen hoch und ein Abo. Lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und ja, bis zum nächsten Horror-Let's Play. Tschüss! Tschüss!